gut. Der Saal hat sich ja inzwischen schon gut gefüllt, also denke ich, können wir ja tatsächlich fast pünktlich starten. Herzlich willkommen, schönen Abend, schön, dass Sie und ihr so zahlreich erschienen seid zu unserer Veranstaltung 10 Jahre Rojava vom demokratischen Experiment zum Hoffnungsträger einer Region. Mein Name ist Anita Starosta. Ich arbeite seit etwas über 5 Jahren für Medico International und bin dort für die kurdischen Regionen zuständig und begleite die Medico-Partner in der Südosttürkei, in Nordostsyrien und in Kurdistan-Irak. Anlass dieser heutigen Veranstaltung ist der 19. Juli 2012, an dem sich die Soldaten des syrischen Regimes aus Kobane zurückgezogen haben, nachdem es dort inspiriert von den Demokratieaufständen 2011 in der MENA-Region auch zu Protesten kam. Die kurdische Bevölkerung übernahm damals die Verwaltung von Kobane und stieß damit die Übernahme auch in anderen Teilen der Region an. Heute ist es die autonome Selbstverwaltung Nordostsyrien und umfasst etwa 1/3 des Landes Syriens. Bis heute wird dieser 19. Juli als Tag des Beginns von dem, was wir als Rojava oder eben die autonome Selbstverwaltung bezeichnen, gefeiert. Auch in Frankfurt, in anderen Städten, ich glaube in ganz Europa und der Welt haben in den letzten Tagen verschiedene Veranstaltungen, an denen unter anderem auch ihr beide beteiligt wart, Demonstrationen und Solidaritätsaktionen stattgefunden. Diese fanden aber nicht nur im Kontext von 10 Jahre Rojava statt, sondern hatten alle auch einen aktuellen Bezug, denn die Region Rojava ist momentan bedrohter denn je. Seit April hat Erdogan die Kriegsdrohungen intensiviert und es finden in der Region vermehrt Drohnenangriffe statt. Da gehen wir auch gleich später noch drauf ein, auch wie die aktuelle Situation im Moment vor Ort für die Bevölkerung ist. Ich selber war zuletzt im April 2022, also dieses Jahr, mit meinem Kollegen in Rojava. 2 Jahre nach der Pandemie, wir hatten bei Medico so eine Art, hatten Reisestopp, konnten wegen Corona nicht reisen und Corona hatte auch Rojava ziemlich hart getroffen. In dieser Zeit in Rojava konnten wir uns nicht nur ein Bild von den aktuellen Herausforderungen der Region machen, sondern konnten auch die Idee einer Konferenz hier in Frankfurt anlässlich 10 Jahre Rojava diskutieren, haben das mit unseren Partnern, mit politischen Entscheidungsträgern der Region diskutiert, dass wir anlässlich eben dieses 10-Jahre-Jubiläums hier in Frankfurt eine Konferenz ausrichten wollen, wo wir die Akteure aus Rojava, die Partner von Medico, Wissenschaftlerinnen, Akademiker, Aktivistinnen zusammenbringen wollen, um eben über aktuelle Probleme in der Region zu diskutieren, wie zum Beispiel die aktuelle Bedrohungslage, aber auch Klimawandel, die Wasserproblematik, der Umgang mit den inhaftierten IS-Kämpfern, die Frage der humanitären Hilfe und Menschenrechtsarbeit. All das sind Themen und Probleme, mit denen die Menschen vor Ort neben den ganzen Errungenschaften, die es seitdem gibt, zu kämpfen haben. Wir haben diese Konferenz, wir planen diese Konferenz weiterhin, nachdem wir vor allen Dingen so viel Zuspruch aus Rojava selber bekommen haben. Sie wird nun im September, am 10. und 11. September im Medico-Haus stattfinden. Genau, ihr oder Sie können sich gerne später am Infotisch dazu noch informieren. Eine Anmeldung dafür ist nötig und es haben schon verschiedene Akteure aus Rojava selber zugesagt, unter anderem der Beauftragte für Außenpolitik der autonomen Selbstverwaltung Nordostsyrien, Abdul Karim Omar, und die Sprecherin des syrisch-demokratischen Rates, Ilham Ahmed. Es werden auch verschiedene Medico-Partnerinnen vor Ort sein und die Idee ist, gemeinsam mit ihnen über mögliche Perspektiven der Region zu diskutieren und vor allen Dingen auch in Richtung Bundesregierung oder Richtung neue Bundesregierung zu versuchen, Ziele und Perspektiven zu entwickeln, die wir auch hier vor Ort umsetzen können. Die Veranstaltung heute steht auch im Kontext dieser Konferenz und ist der Auftakt. Die haben wir extra so gelegt, um eben eine Nähe zu diesem Revolutionsdatum 19. Juli zu haben und wollen heute gemeinsam die Fragen nach Solidarität, internationaler Verantwortung und möglicher Perspektiven für die Region gemeinsam diskutieren. Ich freue mich sehr, dass ich dafür 3 Gäste begrüßen darf, die alle eine sehr enge Verbindung zu und mit Medico haben und das schon seit mehreren Jahren. Zum einen Müslüm Örtülü, Mitarbeiter des kurdischen Öffentlichkeitszentrums Shivaka Assad,
Shivaka Assad stellt vor allen Dingen Texte und Hintergrundberichte zur aktuellen Situation in kurdischen Regionen zur Verfügung. Ihr Büro ist in Berlin. Sie sind Ansprechpartner für Journalisten, Wissenschaftlerinnen und Interessierte, die sich zu der Region informieren können. Wir haben eine relativ lange Geschichte auch mit Shivaka Assad, denn wir haben 2014 einen gemeinsamen Aufruf veröffentlicht, dem eine längere Diskussion auch vorausging, in der wir uns gemeinsam darüber verständigt haben, wie wir denn eigentlich über das, was im Norden Syriens gerade passiert, reden können und wollen. Daraus ist dann dieser Aufruf Unterstützung für ein demokratisches Experiment entstanden, den zahlreiche internationale Wissenschaftlerinnen, prominente Künstlerinnen unterzeichnet haben und der damals wirklich für viel Unterstützung und Aufsehen gesorgt hat. Dann sitzt hier mit mir noch Michael Wilk, auch ein langjähriger Wegbegleiter von Medico. Gerade in die letzten Jahre Rojava hat uns, glaube ich, noch mal enger zusammengebracht. Michael und ich kennen uns auch gut aus Rojava. Wir haben uns da schon mehrmals auch zufällig getroffen. Das letzte Mal tatsächlich auch dieses Jahr zufällig an der Grenze, als du gerade ausgereist bist und ich eingereist bin. Es war lustig, weil wir uns dann doch irgendwie unerwartet noch in die Arme fallen konnten. Michael ist Arzt und Psychotherapeut in Wiesbaden und als Notfallmediziner unterstützt du den kurdischen Roten Halbmond in Rojava seit vielen Jahren und bist da auch immer wieder in sehr krassen Einsätzen vor Ort und machst aber vor allen Dingen auch viel Öffentlichkeitsarbeit, was man, glaube ich, auch nicht unterschätzen darf, weil du so einfach nochmal viel über die Situation vor Ort hier in die deutsche Medienlandschaft bringst. Du hast im April 2022, also dieses Jahr, dein Buch veröffentlicht, Erfahrung Rojava, in dem du deine Aufenthalte beschreibst, aber auch Mitautorinnen zu Wort kommen lässt und Fragen nach praktischer Solidaritätsarbeit nachgehst. Auch darüber werden wir uns später nochmal verständigen. Dann freue ich mich ganz besonders, dass wir heute aus Rojava Shervan Berry begrüßen können. Er ist Gründungsmitglied des kurdischen Roten Halbmondes und war lange Co-Vorsitzender der 2012 gegründeten Nothilfeorganisation. Der kurdische Rote Halbmond leistet humanitäre Hilfe in Nordostsyrien in allen Krisen und Kriegszeiten und ist eigentlich nicht mehr wegzudenken. Neben den Nothilfeeinsätzen organisiert der Halbmond die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung in Nordostsyrien und betreut Hunderttausende Flüchtlinge in den Camps im Nordosten. Oft bauen sie diese Camps auch selber auf. Der kurdische Rote Halbmond ist langjähriger Medico-Partner, tatsächlich aus den ersten Jahren auch der Medico-Arbeit, deren Unterstützung Medico auch nur durch die Unterstützung der zahlreichen Medico-Spenderinnen möglich war. Also es ist bis heute so, dass wir die Arbeit, mit der wir den kurdischen Halbmond unterstützen, nur durch Spendengelder finanzieren können. Wir bitten Shervan gleich zu uns auf die Bühne. Er wird einen Input auf Englisch machen, weil er tatsächlich relativ spontan hier zugesagt hat, zu sprechen und auch in Deutschland ist. Haben wir jetzt keine Übersetzung mehr organisiert. Er wird circa 15 Minuten sprechen. Ich würde euch und Sie bitten, so ein bisschen selber zu organisieren, falls ihr nicht so gut Englisch versteht, dass vielleicht der Nachbar oder die Nachbarin da aushelfen kann. Das Gespräch danach unter uns werden wir dann wieder auf Deutsch führen. Im Anschluss unserer Diskussionsveranstaltung wird dann der Tanbur-Spieler Cemil Koçgeri noch ein Konzert geben und eine musikalische Reise durch seine kurdisch-alevitischen Wurzeln mit uns machen. So, bevor wir mit der Diskussionsrunde anfangen, möchte ich noch mal kurz ein paar Sätze zu der Arbeit von Medico in der Region sagen, da ja auch hier viele Leute sitzen, die Medico schon lange kennen und unsere Arbeit unterstützen, würde ich darauf noch mal kurz eingehen und dann fangen wir sozusagen mit den Inputs unserer Gäste an. Als Medico International, eine Hilfs- und Menschenrechtsorganisation, die in Frankfurt seit über 50 Jahren existiert, haben wir eine sehr lange Geschichte in den kurdischen Regionen, die auf die 80er und 90er Jahre zurückgeht. Medico war aktiv im Irak, wo die kurdische Bevölkerung und andere Minderheiten Opfer der vom Saddam Hussein durchgeführten Anfal-Operation wurden. Aber auch in der Türkei, wo die Vertreibung der kurdischen Bevölkerung in den 90er Jahren besonders grausam durchgeführt wurde, war Medico schon immer aktiv.
Dann waren es die Demokratieaufstände 2011, die für Medico einen ganz neuen Blick und einen ganz neuen Einstieg in die gesamte MENA-Region werden sollten, die wir von Anfang an begleiteten und besonders in Syrien die demokratischen Aufstände gegen das autoritäre Assad-Regime, die mit einer Idee von Demokratie und Freiheit für eine syrische Gesellschaft eintraten, beobachteten und dort auch die erste Projektpartner fanden und unterstützten. Es folgte damals dann ein brutaler Bürgerkrieg, in den Russland 2015 eintrat und diesen Krieg damit zu einem geopolitischen Stellvertreterkrieg werden ließ, in dessen Folge über sechs Millionen Menschen flohen und das Land bis heute eigentlich keine reale Perspektive hat, in deren Demokratie und Freiheit eine Option wären, wenn wir die Entwicklungen im Nordosten in Rojava ausnehmen. Medico hatte eben die ganzen Jahre über Partnerorganisationen in Syrien, die an der Idee dieses demokratischen Syriens festgehalten haben. Ich würde aber sagen, dass es allein im Nordosten gelungen ist, mit der autonomen Selbstverwaltung diese Ideen von Demokratie, Gleichberechtigung und Minderheitenrechten real werden zu lassen und damit auch zu einem Hoffnungsträger in der Region. Im Zuge dieser Aufstände, das erwähnte ich ja eben schon, 2011 kam es auch im Norden des Landes, also im Norden Syriens, zu Protesten, besonders von der dort lebenden kurdischen Bevölkerung, die unter Assad auch keine Rechte hatten und die dann die Gelegenheit für sich nutzen konnten. Müslim wird gleich in seinem Input nochmal so ein bisschen auf die Entwicklung und auch die erste Zeit in der Region eingehen, deswegen möchte ich dazu gar nicht mehr so viel sagen. Medico unterstützte eigentlich zu Beginn an erste Nothilfemaßnahmen. Wir sammelten damals beispielsweise für eine Blutbank in Kobane, unterstützten die Flüchtlingshilfe für die Menschen, die vor den Kämpfen aus Kobane nach Surut flohen und begannen damals schon die enge Partnerschaft mit dem kurdischen Roten Halbmond. Medico entschloss sich dann, zukünftig den Aufbau des Gesundheitssystems der Selbstverwaltung zu unterstützen, da dies eine der Grundlagen der Selbstverwaltung werden sollte, das Ziel, kostenlose Gesundheitsversorgung für die Bevölkerung herzustellen. Heute haben wir verschiedene Partner, die sich nicht mehr nur auf den Gesundheitsbereich fokussieren. Unter anderem sind wir natürlich immer noch mit dem Halbmond verbunden, den wir zuletzt, genauso wie Michael, bei dem Bau eines Prothesenzentrums in Kamischl unterstützt haben. Wir unterstützen ein Waisenhaus, in dem Kinder jesidischer Frauen, die von IS vergewaltigt wurden, untergebracht werden können. Wir unterstützen die soziale Arbeit mit IS-Minderjährigen in den Gefängnissen. Und wir machen ganz viel Menschenrechtsarbeit, beziehungsweise haben einen Partner, der die Dokumentation von Menschenrechtsverletzungen macht und archiviert, mit dem Ziel, internationale Gerechtigkeitsprozesse anzustreben. Okay, ich habe jetzt, glaube ich, genug geredet und wechsle jetzt ins Englische, weil ich gerne Sherwan auf die Bühne bitten möchte. Genau, und dann hören wir einen Input von Sherwan und kommen dann zu unseren anderen beiden Gästen. Sherwan, I would like to invite you now to the stage. Yeah. Sherwan, I already presented you in German, yeah, but you are one of the founding members of the Kurdish Red Crescent. You have been a long time co-chair from Kurdish Red Crescent, and I'm very glad to have you here, that you are now in Germany and that you can share your experience from the last years working with Kurdish Red Crescent and also the actual situation in Rojava with us. When we speak about 10 years Rojava, we also speak about 10 years Kurdish Red Crescent. You founded in 2012. Can you shortly tell us when you founded Kurdish Red Crescent, what have been the main incidents you worked in, what are your principles and problems you are facing, especially with lack of international support? Hi everyone, it's working this one. Thank you for the invitation, for Medico and all the colleagues. My name is Sherwan. I graduated in Syria 2011, and with the Syrian crisis, let's say, there was a big gap, especially in North Syria, for the injured people, and there was the Syrian government and the structure were getting destroyed or not working well. Beside the healthcare system were running down and the services were going bad, and there was many battles going
around in all North Syria. So as I am a dentist, by the way, so me and other medical friends like nurses, doctors, and even lawyers, we were starting to have this organization. We were all volunteering, first of all. First step was to just cover the gap of the injured people who we have, and nobody, or there was no enough capacity to help them, especially from the front line to the hospitals. And not only us, but of course many other people like drivers and so on, they were volunteering and bringing their cars, and we were transforming to a simple ambulances. So this was the idea of Kurdish Red Crescent. It was in 2012, and there was two important lines that we were following, and it was like the main principle for us. First of all, the ICRC principle, International Committee of the Red Cross, to follow them because we are using the logo of the Red Crescent. And second also is to respect the Rojava or North Syria principles and people and what they want to do. So those were the main two fundamental structures that we started to work on. And this was going for a long time. I mean, from 2012 to 2014, there was many front lines that we were joining, and also the behind, let's say, the hospitals and so on. And then we started to do something beside health, let's say. The main challenge for us was, or the first challenge was in August 2014, when it was Yazidian genocide in Sinjar, and it was the first time that a huge number of people are coming to North Syria. And by the way, that time there was no United Nations offices in North Syria, so there was no real humanitarian supporter or worker there. There was very few NGOs and with limited capacity to work or support us. So it was really difficult, and more than 125,000 could escape from North Iraq, from Sinjar to North Syria through the humanitarian corridor that was built or made. And with the support of the people, of course, we could respond to that huge crisis. And there was no, let's say, real agency of United Nations to support us. So it was mainly from the local people who were supporting the immigrated or the displaced people. This was the main challenge that many people that time volunteered to work with us. I mean, we started with almost 20 people. And the other main problem, or let's say the challenge that we were facing, it was, of course, Kobani battle, but then the next step was Raqqa battle. And that time we could get the first fund from the European Union after they somehow recognized us as a non-governmental organization. And that year, I mean, with responding to the crisis in Raqqa 2016, the partner were saying that this was one of the best projects that was done, because we were somehow getting experience, and we had a good coordination with the local forces and so on. We could rescue in Raqqa battle more than 3,500. Also, Mishael was joining us in that time to support. Maybe he can also explain. Then, of course, there was escalation of the organization, like getting better, getting more fund. Unfortunately, not from Germany until long, long time. I mean, we were getting from different donors, but not from Germany directly. And then the other challenge that we were facing, it was in Afrin, as you know. I mean, still it's occupied, and it was really a huge problem for us. And let's say new a strategical point for KRC as well. It's not only to respond to the health and so on, but also to document it and share it
with the world to document what's going on, all those crimes and so on that's happening on the field, and you are the first one to see it. We had this chance because our paramedics, doctors and nurses, they were in the front line seeing who is doing what. And also the, let's say, the second line, the hospitals and so on. Then we started also to do beside some other work, not only emergency, like to support the infrastructure of the health system together with the health department, which is, we can say, it's health minister of North Syria. And we were covering mainly the main important things like maternity, pediatric, and the primary health level. Other crises that we faced and was too tough for, I mean, for all the world, it was COVID, but when you have limited capacity, not a lot of facilities, it's too much. And this was also too important for us to respond. I mean, KRC did a lot, and that time also many people volunteered for us to respond to that. And yeah, I am talking about the time and stage so I can remember what was going on. As I was saying, we were supporting also the infrastructure of the health system, but always we wanted to be not all the time, because at the end we are relief organization, humanitarian organization that is better the self-administration or the structure of the self-administration to have the like an exit plan. When we step back, they can continue these projects. One of the main also challenges that we were facing was in Serekanye and Tel Abyad, when also the Turkish were occupying, and this was also a huge challenge. It was the same like in Afrin. And there was many other like side problems that we were facing as well. For example, when the Security Council stopped the resolution to not support the NGOs or the humanitarian support from to North Syria through the only corridor, which was Yarubiya, since 2020, and almost or more than 60% of our support were getting down. This is according to the warehouse that, and also the other partners were saying the same. So it was a huge effect to the support that was coming to North Syria, despite all the problems that we were having. And recently, and the last thing, as was mentioned also by Medico, that the last part was Baghouz battle, the last Khalifa or Daesh territory, which was finished. A huge number of people came to North Syria. I mean, the families of ISIS and also many, many prisoners, let's say. Maybe many of you remember that some of them did a big demonstration the last year or this year in Hasake, in Sinaa detention center. And as Kurdish Red Crescent, we are also working there. I mean, inside the detention centers and also inside the camps that host the families of ISIS. There is a huge number of the international people who are there. And unfortunately, there is still not a commitment from their government to bring them back. Recently also, it was the first program that the German government is supporting us, and it was for the detention centers of ISIS, and also which is Medico International is participating. I mean, we are doing the health part, they are doing the education and protection part in the detention centers and also the camps. And we did that because actually it was important for us to also have the profile of the Red Crescent, Red Cross, to give the healthcare even for the people inside the prisons, because they are facing also huge problems. Like there is some diseases like tuberculosis is spread crazily inside the detention centers. And also for the secondary health level that we are making the operations and so on. I think it was 15 minutes, so I wanted to make it very short. Yeah, as KRC, it was like a small example for
what's happening in Rojava. We started with almost 15 people volunteering, and now I can say we sometimes reached to 2,000 people, especially during Corona time. More than 45 facilities, hospitals, and clinics. Mainly we are targeting the displaced people, the camps. There is almost more than 100,000 inside the camp, and there is 100 or 10 of thousand more in the informal settlements, refugees, and IDPs from other parts of Syria as well. And I was co-director for 4 years until the last year, and now I am following the partnership for this organization. And I'm happy to be here. I hope I could make it clear. Thank you so much. Thank you, Shervan, for your really brief but good introduction of the work and the challenges for Kurdish Red Crescent. We are also following it here. And it's quite impressive to see how you became such an important actor in Northeast Syria. It's like, yeah, you're doing a really important and great job there. Maybe one last question, because I think all of us, we are following the Turkish threats. At the moment, which intensified in the last weeks, last months. I mean, you are since 2 weeks now in Germany, but you are in a quite strong contact with the friends in Rojava. So maybe you can just briefly explain us how is the situation there and what does it mean for the people there living with these Turkish threats at the moment. Yeah, actually, talking about the people, not KRC is always coming to. Media war that Turkey is doing not since some months but since long time, and every time they are threatening with a new occupation, new region, and unfortunately there is no way or no place that those people will be displaced to. It's already like what they want to say, they want to do, they say 30 kilometers of North Syria, which is almost all the Kurdish region, so there will be no Kurdish region in this part. And where the people will go, it's also a big question, because there is no clear answer. Or if you are looking to Afrin, it's totally changing the demography of the people, like place. A huge number of people left to other part of North Syria or other part of Syria, and they bring other people from different regions to take their places. As for Kurdish Red Crescent, we also started like somehow new strategies. We are training big number of the people on as paramedic, whoever want to volunteer with us. And also in the last time we were coordinating well with the local health department and also with the military health part, so we can cover the gaps and not duplicate anything that we are doing. But I hope this will not come, and I hope it will be safe for all North. Thank you. I think we also hope this, everybody of us. So we will switch now to German again. If you want, you can sit down over there again, or you want to stay with us. But we will have the opportunity to ask you questions afterwards, right? Gut. Gucken wir nochmal zurück auf die Anfänge von Rojava. Das wäre auch meine erste Frage an dich, Muslim. Wie war das denn für euch als Shivaka Assad damals, als der 19. Juli passiert ist, die syrischen Streitkräfte sich aus Kobane zurückgezogen haben? War ja vielleicht noch gar nicht so klar, was da eigentlich alles passieren wird, und dass wir heute über das reden, über das wir reden, über die demokratische Selbstverwaltung, die autonome Selbstverwaltung Nordostsyrien. Genau, vielleicht kannst du einfach aus deiner Perspektive nochmal beschreiben, wie diese ersten Tage, Wochen und Monate waren und wie ihr auch danach die Entwicklung der Region weiterverfolgt habt. Ja, sehr gerne. Vielen Dank erstmal für die Einladung und vielen Dank, dass ihr so zahlreich hier seid. Ja, wir als kurdisches Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit, wir waren tatsächlich total überrascht. Also als diese ersten Meldungen aus Syrien kamen, irgendwie
aus den staatlichen Einrichtungen werden die Assad-Beamten, die Soldaten rausgetrieben, es wird eine Selbstverwaltung ausgerufen, man wird total perplex, wir wussten nicht, was wir dann mit dieser Information anfangen sollen. Und vielleicht kurz zur Vorgeschichte unseres Vereins. Also wir haben uns als Jivak Azad, als kurdisches Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit, in den Jahren 2010, 2011 gegründet, hier in Frankfurt auch. Und ja, wir waren junge kurdische Studierende oder auch Absolventen, die hier in Deutschland aufgewachsen sind und die irgendwie das Gefühl hatten, es wird nicht richtig über Kurdistan, die Situation in Kurdistan berichtet. Es wird nicht so berichtet, dass die Stimmen der Kurdinnen und Kurden in die Medien kommen. Und wir waren einfach unzufrieden mit der Berichterstattung und der öffentlichen Meinung über Kurdistan. Und statt uns zu beschweren die ganze Zeit, was wir ohnehin die ganze Zeit gemacht haben, und wir sind auf Demos gegangen und haben die ganze Zeit geschimpft, warum irgendwie nicht die kurdischen Stimmen reinkommen, haben wir uns dann irgendwann entschieden, okay, vielleicht müssen wir auch selber einfach mal aktiv werden und einen Verein gründen und versuchen, sowas wie eine Gegenöffentlichkeit zu organisieren. Und das ist dann halt passiert hier in Frankfurt. Wir hatten halt nicht so viel Ahnung, um ehrlich zu sein, wie man das auch organisiert. Wir hatten aber viele sehr wertvolle Unterstützerinnen und Unterstützer, die uns bei diesem Anliegen auch geholfen haben, uns erklärt haben, wie man eine Pressemitteilung schreibt, wie man sozusagen ordentlich auftritt, wie man ein Gespräch führt mit möglichen, ja, mit Politikerinnen, mit Leuten, mit denen man zusammenarbeitet. Wir haben uns das sozusagen mit Unterstützung von vielen wertvollen Freundinnen und Freunden selbst beigebracht. Wir hatten allerdings das Defizit, dass in der anfänglichen Gruppe wir vor allem Leute aus Nordkurdistan, also aus dem Südosten der Türkei waren. Also entweder in Deutschland geboren und aufgewachsen und Eltern aus der Türkei, aus Nordkurdistan, oder auch Leute, die in frühen Jahren sozusagen aus Nordkurdistan nach Deutschland gekommen sind. Dementsprechend lag unser Fokus auch sehr stark auf Nordkurdistan. Also wir haben halt geguckt, wie verläuft dieser Krieg in der Türkei, was sagen die politischen kurdischen Parteien, wie kriegen wir sozusagen die Presse dazu, dass sie nicht nur türkische staatliche Medien zitieren, sondern auch kurdische Stimmen in die Medien tragen. Genau, und Nordkurdistan war im Fokus. Wir haben auch sehr viel versucht, auf Deutschland zu gucken, die Probleme der kurdischen Community, der kurdischen Bevölkerung in Deutschland, gerade was Kriminalisierung und Repression angeht. Ein wenig hatten wir einen Blick auf Südkurdistan, also den Nordirak, weil da gab es eine Autonomie, es gab eine sehr blutige Geschichte unter Saddams Herrschaft. Und ab und zu haben wir auch nach Ostkurdistan geguckt, weil da gab es auch sowas wie einen Guerilla-Widerstand und es gab bewaffnete Kämpfe mit dem iranischen Staat. Aber Westkurdistan hatten wir tatsächlich fast überhaupt nicht im Blick, also den Norden Syriens. Und als dann sozusagen diese Revolution losging, waren wir so, das Erste, was wir gemacht haben, okay, was passiert da? Wir müssen recherchieren. Wir haben angefangen zu lesen, ganz viel auf Türkisch und auf Kurdisch. Wir haben versucht, Journalisten zu kontaktieren, die aus der Region kommen, um von denen zu erfahren, was da passiert. Und wir wussten, die politische Bewegung, die Nordsyrien sozusagen ihr Projekt vorantreibt, die hat mit der kurdischen Befreiungsbewegung zu tun, ideologisch sozusagen, sie will auch dieses basisdemokratische Konzept des demokratischen Konföderalismus umsetzen. Aber wir kannten halt nicht die Gegebenheiten vor Ort. Also haben wir sehr viel recherchiert, diskutiert und versucht, das, was wir verstanden haben, nach außen hin zu vermitteln. Das war so im Prinzip die erste Phase, die wir durchgemacht haben. Irgendwann haben wir uns zusammengesetzt und entschieden, wir schreiben jetzt konsequent in unseren Pressemitteilungen Rojava und in Klammern dann Westkurdistan, Nordsyrien. Und also ich weiß nicht, ich will diesen Erfolg nicht uns vielleicht zumessen, vielleicht haben da auch andere Faktoren mit eingespielt, aber tatsächlich hat sich der Begriff Rojava dann am Ende auch durchgesetzt, was uns sehr glücklich gemacht hat und die Region ist halt als Rojava bekannt geworden. Genau, und wir hatten halt den Vorteil ganz früh, dass wir einfach dass wir Quellen auch vor Ort schaffen konnten, dass wir mit Leuten vor Ort in Kontakt waren und Syrien ist halt ein Bürgerkriegsland, da gibt es nicht mehr sehr viele Leute, die von dort direkt Informationen rüber schaffen können. Wir hatten halt sehr früh durch die Journalisten, die wir hier in Deutschland kennengelernt haben, Kontakte gehabt irgendwie in Nordsyrien. Das hat uns halt zu sowas wie einem Experten, zu einer Expertengruppe zu dem Thema gemacht. Das war so die erste Phase, da haben wir vor allem versucht zu verstehen, was passiert. Dann kam die zweite Phase, auf die ist Sherwan auch schon eingegangen, das war halt der Kampf gegen den IS. Ab 2014 dann in Schengal, als der IS ein Genozid an den Jesiden verübt hat und dann halt der Großangriff auf Kobani. Das war eine extrem schwierige Zeit für uns. Also einerseits waren wir halt enorm unter psychischem Druck und ich glaube, das waren im Prinzip alle Kurden und Kurden und nicht nur Kurdinnen und Kurden. Also so in meinem Umfeld, wenn ich mit Leuten gesprochen habe, später über diese Phase, die haben halt alle davon erzählt, dass ihr Handy neben ihnen am Bett liegt und sie mehrfach in der Nacht aufstehen, um zu gucken, was passiert gerade in Kobani, was ist in Schengal passiert. Also die Leute konnten nicht mehr schlafen und so ging es uns im Prinzip auch. Auf der anderen Seite haben wir halt
gemerkt, was ein Interesse gerade entsteht, also was für eine Solidarität entsteht. Es gab praktisch Tag und Nacht Demonstrationen, es gab ganz viele Gruppen, die was machen wollten, Leute, die auf uns zugekommen sind. Also bei uns war, wir waren am Ende, glaube ich, ein Netzwerk von über 50 Leuten, die einfach uns zugearbeitet haben, also aus ihren Städten und online und so weiter, die Sachen übersetzt haben, die irgendwie mit der Presse Kontakt aufgenommen haben. Und das, auf einmal haben wir halt in dieser Krisenphase ganz viel Arbeit bewerkstelligen können. Das war deswegen auch eine sehr wichtige Phase für uns. Genau, wir haben im Prinzip, also wir hatten hier im Bornheim-Büro in der Nähe, und wir haben dann eine kleine Couch gehabt, die man so ausfahren konnte. Und wir waren, glaube ich, so 10 Leute in dem Büro. Und immer haben sich 2 hingelegt, so 3 Stunden gepennt. Die anderen haben weitergearbeitet und dann haben wir uns so im Schichtdienst abgewechselt. So, wir hatten einfach keine Ruhe. Wir sind nicht mehr aus diesem Büro rausgegangen. Und es war eine extrem intensive Phase. Wir hatten Kontakt nach Kobani während des Kampfes um Kobani. Also wir standen in direktem Austausch mit Asia Abdullah. Das war halt für uns nochmal eine sehr wichtige Chance. Wir haben halt täglich mehrfach mit ihr telefoniert und haben auch sehr viel so Presseinterviews organisiert in der Phase. Also Leute, die sozusagen wissen wollten, was passiert gerade in Kobani, konnten das sozusagen über uns tun. Und wir haben halt aber Stück für Stück, bevor sozusagen die Anti-IS-Koalition da eingeschritten ist, haben wir halt gemerkt, Stadtteil für Stadtteil, Bezirk für Bezirk drängt der IS vor. Und am Ende haben wir halt irgendwann mitbekommen, wie Asya Abdullah gesagt hat, hier ist die Stimmung gerade so, wir haben hier nur noch irgendwie 2 Stadtteile oder so. Und wir werden, also die Türkei bietet uns an, mit erhobenen Armen irgendwie aufzugeben und in die Türkei zu gehen, aber das werden wir nicht machen, wir werden hier sozusagen alle draufgehen. So, das war das Statement und wir waren halt total baff in dieser Situation. Das hat sich zum Glück dann ins Positive verkehrt, nachdem sozusagen auch aufgrund des internationalen Drucks die Anti-IS-Koalition eingeschritten ist. Und wir haben dann halt im Prinzip versucht, dann laufend, also auch währenddessen schon laufend, die Informationen nach außen zu vermitteln. Ich will ein Beispiel geben, was, also wir hatten trotzdem große Probleme. Ich will das an einem Beispiel so sichtbar machen. Im Oktober gab es in Nordkurdistan die Kobani-Aufstände. Also die Leute sind auf die Straße gegangen über mehrere Tage. Es kam zu Dutzenden Toten bei Auseinandersetzungen mit staatlichen Stellen und dem Militär. Und in den deutschen Medien wurde das so dargestellt, als ob die Leute auf die Straße gehen, weil sie die Unterstützung der Türkei fordern. Also die Türkei, in den deutschen Medien wurde das so dargestellt, die Türkei soll nach Kobani einmarschieren und den Kurden dabei helfen, den IS zu stoppen. Dabei war das gar nicht die Forderung der Bevölkerung. Die Leute sind auf die Straße gegangen, weil sie gegen die türkische Unterstützung für den IS protestiert. Also die haben dagegen demonstriert, haben gesagt, die Türkei soll endlich aufhören, den IS zu unterstützen. Und das war sozusagen ein Moment, in dem wir gemerkt haben, okay, hier setzen sich sozusagen so diese alten Muster durch, die übernehmen sozusagen Berichterstattung aus der Türkei. Und ein besonders perfides Beispiel, und daran erinnere ich mich noch sehr gut, war, wir haben ein Interview mit Salih Muslim organisiert. Das ist, ich glaube, also morgens im ARD erschienen. Ich glaube, in der Morgenshow, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es morgens in der ARD erschienen und da hat er diese Proteste erklärt. Er hat auf Englisch gesprochen und der Übersetzer hat es falsch übersetzt ins Deutsche und hat da sozusagen gesagt, ja, die Leute fordern, dass die Türkei einmarschiert nach Rojava. Das war so für uns, was passiert hier? Wir haben dann Beschwerdebriefe, E-Mails und was weiß ich raus. Am Ende haben die das Video rausgenommen, aber wir haben das so richtig nochmal gemerkt, hier in den Medien passiert gerade irgendetwas, da soll sozusagen nicht unser Standpunkt oder der Standpunkt der Kurdinnen und Kurden an die Öffentlichkeit kommen. Genau, das war sozusagen eine verrückte Zeit für uns. Und interessant war, das will ich vielleicht noch, um abschließend diese Anekdote abzuschließen, sagen, wir haben natürlich Pressemitteilungen rausgeschickt und versucht, das richtig zu stellen. Und damals hat Dennis Yücel, er hat noch für die Taz gearbeitet, einen Bericht, in dem er eigentlich so unsere Argumentation aus der Pressemitteilung übernommen hat und hat das sozusagen nochmal klargestellt in der Taz. Das war für uns eine große Hilfe. Wir haben danach noch mit ihm telefoniert und ihm dafür gedankt. Aber Dennis Yücel hat damals bei der Taz sozusagen so eine Nachricht rausgehauen, wo er gesagt hat, das stimmt nicht, was in den deutschen Medien da gesagt wird, sondern die Kurden protestieren dagegen, die Kurden demonstrieren gegen die türkisch-IS-Brüderschaft sozusagen. Genau, das war sozusagen diese Phase, als sozusagen der Kobani-Krieg dann gewonnen worden ist und der IS Stück für Stück zurückgedrängt worden ist, haben wir halt gemerkt, so das mediale Interesse ist immer noch da, es nimmt aber so langsam auch wieder ab. Die Öffentlichkeit wendet sich neuen Themen zu. Und ja, richtig schlimm wurde das dann für uns wieder, als die Türkei militärisch reingegangen ist in Nordsyrien. Also 2016 ist die Türkei erstmals
in Nordsyrien einmarschiert, militärisch, damals noch gegen den IS, aber eigentlich schon gegen die demokratischen Kräfte Syriens, die den IS zurückgedrängt hatten. Und Nimbic wurde als Stadt eingenommen und die Streitkräfte wollten den IS in Richtung Norden, Richtung türkischer Grenze, dort auch den IS verdrängen. Und die Türkei ist einmarschiert, um dort den demokratischen Kräften Syriens zuvorzukommen. Und 2018 und 2019 sind halt dann die Besatzungen gekommen, von denen Sherwan schon gesprochen hat, also erst Afrin und dann halt Gerespi und Serekaniye. Und wir haben halt total gemerkt, es gibt wenig mediales Interesse dafür, was die Türkei dort macht. Also so die Kriegsverbrechen, die da vonstatten gehen, die kommen halt kaum in die Medien durch. Und die Berichte waren also für uns krass erschreckend, weil da sozusagen ja auch Islamisten am Werk waren, die täglich Leute entführt haben. Da waren sozusagen die Scharia-Gesetze, wie sie unter dem IS geherrscht haben. Zum Teil wurden sie da wiederbelebt. Ehemalige IS-Kämpfer sind sozusagen unter neuer Fahne in diesen besetzten Gebieten, haben sie ihr Unwesen getrieben. Aber in den deutschen Medien kam das halt kaum durch. Und dann haben wir halt begriffen irgendwie, okay, jetzt ist sozusagen der Gegner nicht mehr der IS, so das absolut Böse, darüber sind sich alle einig, sondern es ist der NATO-Staat Türkei, der sozusagen diese Verbrechen deckt, und da haben die Medien nicht mehr dasselbe Interesse. Und wir hatten halt das Gefühl, also ich habe mich so persönlich so wieder zurückversetzt gefühlt in die Anfangszeit, als es unser Büro gab, wo ich dachte, okay, wir versuchen jetzt Öffentlichkeit zu schaffen, aber es interessiert einfach niemanden gerade wieder. Also es war sehr frustrierend, aber die Tatsache ist halt auch, aus dieser ganzen Phase und dieser Arbeit heraus sind halt Strukturen, Zusammenarbeit, solidarische Strukturen entstanden. Es ist die Zusammenarbeit mit Medico entstanden. Es sind ganz viele Vereine und solidarische Gruppen entstanden, die heute noch zu Rojava arbeiten. Und tatsächlich sind wir nicht mehr in der Zeit wie zu Anfang sozusagen der Rojava-Revolution, sondern wir sind viele Schritte vorangekommen. Auch wenn das mit den Medien und der medialen Wiedergabe nicht so ist, wie wir uns das wünschen, sind wir heute auf jeden Fall an einem ganz anderen Punkt. Ich möchte es dabei erstmal belassen. Dankeschön. Ja, danke. Ja, danke dir für diesen wirklich kompakten Schnelldurchlauf und ich glaube, ganz viele Punkte, die wir auch später in der Diskussion aufgreifen können, die du dann nochmal aufgeworfen hast, besonders die Frage nach der Rolle der deutschen Medien und der deutschen Politik in dieser Zeit. Michael, du hast deine erste Reise Ende 2014, nach Rojava gemacht. Vielleicht kannst du uns einfach noch mal kurz erzählen, was dich damals dazu bewegt hat. Es sind ja dann wirklich viele Reisen im Anschluss noch gefolgt und diese intensive Zusammenarbeit mit dem kurdischen Halbmond. Du hast viele Einsätze gemacht, auch in sehr bedrohlichen Zeiten. Vielleicht kannst du, die beschreibst du ja auch in deinem Buch, das man übrigens da hinten auch kaufen kann, vielleicht kannst du uns von den wichtigsten Ereignissen oder auch Erfahrungen, die du da gemacht hast, aus deiner Perspektive nochmal berichten. Ja, auch ich danke für die Einladung und begrüße euch. Manche von euch kenne ich, manche kennen mich wahrscheinlich auch aus anderen Zusammenhängen. Das ist auch wichtig. Also viele Leute, die Solidaritätsarbeit machen, die sind eigentlich nicht primär immer da organisiert, wo sie dann vielleicht landen in der internationalen Solidaritätsarbeit. Also ich komme ja eher aus der anarchistischen und Ökologiebewegung, Frankfurter Flughafen, Anti-AKW. Bin aber von Beruf her Notarzt und leitender Notarzt in Wiesbaden. Das heißt, ich bin eigentlich sowas wie ein Notfallspezialist. Dass ich noch Psychotherapeut bin, spielt zu dem Zeitpunkt jetzt keine Rolle. Als ich 2014, und ich habe enge Freunde in der kurdischen Community, also ein sehr, sehr, sehr enger Freund von mir ist Kurde, mit dem lebe ich auch in einer Hausgemeinschaft, also das macht natürlich nochmal was anders aus. Als 2014 dann Kobane eigentlich fast erobert war, zu dem Zeitpunkt, als noch nicht die internationale Koalition dann eingegriffen hat mit Luftangriffen, da saß ich zu Hause, wie wahrscheinlich viele von euch auch, vor dem Fernsehen und habe dann überlegt, entweder ich mache die Glotze aus oder gehe ins Kino oder lenke mich ab oder man dreht durch oder man unternimmt was. Und ich war ja in der Lage, als von meinem Fachwissen was tun zu können. Und ich habe dann Kontakt aufgenommen mit einer anderen NGO, damals, jetzt heute Kadus, ja, und habe dann
mich entschlossen, eine Recherchereise durchzuführen. Also das war dann der Bedarf. Das ist immer wichtig für internationale Interventionen, dass man nicht einfach irgendwo hinfährt und dann meint, man ist da groß willkommen, weil das ist ja immer auch ein Problem, dass Ressourcen verbraucht werden, wenn man da einfach irgendwie, man kann auch nicht an die Tür klopfen. Das ist jetzt hochkomplex, da runterzufahren. Damals war es fast noch ein bisschen einfacher. Man konnte noch einfacher einreisen als heute. Auf jeden Fall sind wir mit einem kleinen Team eingetroffen zu einem Zeitpunkt, da war sozusagen in der Umgebung von Kobane wurde noch gekämpft. Und es gab damals drei sogenannte Kantone, Afrin im Westen, dann in der Mitte Kobane. Haben wir nicht eine Landkarte eigentlich, was man an die Wand werfen könnte? Das wäre ja irgendwie großartig, weil dann kann man das vielleicht ein bisschen erklären. Und denn der östliche Kanton, heute leider teilerobert von Erdogan-Regime. Serekanje und Jakamischlo und auch Derik im Osten war damals der größte Kanton. Man konnte aber auch nicht überall hinfahren. Also hinter Serekanje war die Front gegen den IS. Ja. Also was man oben sieht, jetzt dieses Invasionsgebiet, vielleicht eine mal stehen lassen. Ja, die mal stehen lassen. Also da sieht man jetzt Nordsyrien. Ja, das ist die beiden Invasionsgebiete, was eben schon geschildert wurde. Afrin im Westen ist ja erobert, annektiert, kann man sagen. Dann dieses große Invasionsgebiet zwischen Tal Abjad und Serekanje. Und worauf ich jetzt mich beziehe, ist im Grunde genommen, damals war das noch nicht alles zurückerobert vom IS. Was jetzt gelb dargestellt wird, ist ja sozusagen das Gebiet Rojava unter der Selbstverwaltung. Und wir reden natürlich, das ist ja immer wichtig, nicht nur von kurdischen Menschen. Wir reden von aramäischen, assyrischen und arabischen Menschen genauso, von jesidischen Menschen. Das heißt, das soziale und das gesellschaftliche Projekt, da geht es nicht nur um eine Sache für Kurden und Kurdinnen, sondern eine emanzipative Aktion, eine Umgestaltung der Gesellschaft für alle Bevölkerungsgruppen. Das ist wichtig. Das ist auch das, was mich motiviert hat zu fahren. Wenn es mich nur erschüttert hätte, was an humanitärem Elend da abläuft, dann hätte ich genauso gut in Sudan oder nach Somalia fahren können oder sowas. Darum ging es ja nicht. Was mich immer interessiert hat, und ich war in den Ende der 80er Jahre schon in Zentralamerika, in den Guerilla-Gebieten von Salvador, also es ist nicht mein erster Kriegseinsatz gewesen. Auf jeden Fall bin ich damals mit einer kleinen Gruppe, mit einem Fotografen und einer Übersetzerin, sind wir gefahren und wir konnten halt damals noch bis Serekanje, was jetzt im eroberten Bereich liegt, dahinter war direkt die Front. Und wir haben damals die erschütternde Erfahrung gemacht, eigentlich schon bei dem Grenzübertritt, der damals noch relativ unkompliziert war. Ich sage immer, die Revolution wird immer von den Formalitäten überholt. Wenn man heute zur Grenze kommt, vom Nordirak und rüber will nach Rojava, gibt es richtige Grenzgebäude auf beiden Seiten, endlos Formulare ausfüllen und mehrere Stempelaktionen. Damals war das Shaking Hands mit einer Frau und einem Mann von den kämpfenden Einheiten und dann waren wir in Rojava. Es waren nur ein bisschen andere Zeiten. Und schon an der Grenze wurde uns gesagt, ihr seid nicht die erste Delegation und die meisten halten die Fäuste hoch, machen ein paar Fotos und dann sehen wir sie nie wieder. Das hat mich damals persönlich sehr erschüttert und ich habe mich so ein bisschen geschämt für diese internationalistische Herangehensweise des Auftretens, mal zu gucken und dann wieder zu verschwinden. Und eigentlich damals habe ich von ein paar Entscheidungen natürlich noch abhängig gemacht, zu sagen, also das ist mein Stil nicht, war es noch nie. Und wenn das hier halbwegs Sinn macht und der Eindruck sich bestätigt, den ich eigentlich hatte, dann ist das der Beginn einer längerfristigen Unterstützungsarbeit. Und das war es dann auch. Und ich lernte dann relativ schnell auch Sherwan kennen. Ich glaube, ich kann mit Fug und Recht sagen, wir sind eng befreundet. Und das macht natürlich noch einen anderen ganz persönlichen Aspekt. Wenn du da Freunde hast vor Ort, dann fährst du da nicht nur hin aus einer politischen Motivation, sondern du hast eine persönliche Bindung, du kommst wieder und man macht sich totale Sorgen, wenn wieder eine Invasion kommt und so weiter. Und um es abzukürzen, ich habe dann tatsächlich über die folgenden Jahre bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt immer auch entscheidende Schritte miterleben können, müssen. Im Rahmen meiner Tätigkeit der Ausbildung in Notfallmedizin oder Weiterbildung oder auch der direkten Arbeit mit den Freunden von Herrn Vassor. In der Auseinandersetzung zum Beispiel um die Stadt Mimbic, seht ihr da in der Mitte oben in dem gelben Bereich. Mimbic Rückeroberung vom IS waren schlimme Auseinandersetzungen später in Raqqa. Und um das mal schon vorwegzunehmen, weil die Frage kommt bestimmt, was hat sich denn verändert? Also es hat sich verändert sehr viel. Am Anfang fing es an aus einer defensiven Position heraus. Assad-Regime ging aus der Region raus, es entstand ein Vakuum, was sehr schnell gefüllt wurde, einmal durch die Bemühungen, die Selbstverwaltung zu übernehmen.
Und dann waren dann aber noch islamistische Gruppen. Es war die Al-Nusra-Front da, Al-Qaida-nahe Gruppen. Die haben zum Beispiel in Sedik Ghani das Krankenhaus besetzt. Das wurde dann bombardiert von der Assad-Luftwaffe, war dann völlig zerstört, wie viele Krankenhäuser zerstört waren. Große Teile der Infrastruktur waren zerstört, also nicht nur Kobane war völlig zerstört, ja, nach der Auseinandersetzung, sondern viele Städte waren zerstört. Das Gesundheitssystem lag da nieder, die Infrastruktur, die Schulen lagen da nieder, nichts existierte mehr. Ist inzwischen zu großen Teilen auch wieder aufgebaut. Eine unglaubliche Arbeit. Ja. Also das konnte man verfolgen, und aus der defensiven Anfangszeit kam dann so etwas wie ein Überschwung, ein positives Gefühl von wachsender Stärke in der Auseinandersetzung gegen den IS, gegen Daesh, mit Unterstützung jetzt in dem Fall taktisch-strategisch. Man kann von der USA halten, was man will, aber es war ein wichtiger Faktor, ist es zum Teil immer noch. Die Kämpfe zum Beispiel in Raqqa. Wir waren in Raqqa in heftigen Auseinandersetzungen gegen Daesh. Daesh wurde letztendlich in der großen Struktur militärisch zerschlagen, aber es gibt Daesh noch. Daesh ist weiter existent. Es gibt Schläferzellen und es gibt tausende Leute in den Camps, die inhaftiert sind. Also es ist eine tickende Zeitbombe. Sherwan hat es schon angesprochen. Und danach kamen die ersten Invasionen. 16 war schon das Gebiet invasiert worden, was ihr seht oben neben Afrin. Dieser grüne Teil ganz links ist Afrin, was 2018 am Anfang invasiert wurde und letztendlich türkisches Gebiet ist, türkische Poststellen, türkische Polizei, türkische Schulen, türkische Fahnen, wen da. Also man kann nicht mehr von einer Invasion reden, sondern es ist ein annektiertes Gebiet. Und die erste Invasionszone, du hast schon erwähnt, war 2016 das sogenannte Euphrat Shield. Und ganz klar erkennbar, das diente dazu, zu verhindern, dass Afrin sich konnektiert mit dem anderen Teil Rojavas. Und das war auch zu einer Zeit, wo offen klar war, Erdogan unterstützt Daesh. Und das ist im Grunde genommen, muss man klar sagen, nach der Zerschlagung von Daesh gab es sowas wie eine gigantische, auch emotionale, massive Trendwende. Hatte man vorher das Gefühl, man war in der Offensive, man wurde mehr, das Gebiet wurde größer, auch in der Fähigkeit gegen das Assad-Regime zu opponieren. So war die Invasion in Afrin wirklich ein massiver Paradigmenwechsel in jeder Ebene. Und die zweite große Invasion, also Afrin war Anfang 2018 und Ende 2019 war die dritte große Invasion zwischen Talabjad und Sedik Ghani, war eine Katastrophe. Wie auch in Afrin waren Hunderttausende auf der Flucht, unheimlich viele Leute sind gestorben, sehr viele schwer verletzt. Ja, und um anzuknüpfen an das, was du sehr gut beschrieben hast, die mediale Repräsentation in Europa, nicht nur in Deutschland, war und ist teilweise noch eine Katastrophe. Also nicht zu Recht heißt es, im Krieg stirbt die Wahrheit zuerst. Ja, und was berichtet wurde, wir waren zum Beispiel dann auch in der Auseinandersetzung in Tal Tamer, das ist so ungefähr in dem unteren rechten Eck von der Invasionszone, zu einem Zeitpunkt 2019, da hieß es, es wäre ein Waffenstillstand geschlossen worden zwischen den Invasionstruppen und den Selbstverteidigungseinheiten. Es würde nicht mehr gekämpft, es käme allmählich alles bitte etwas zur Ruhe. Und wir kamen dann an mit einer kleinen Delegation in Tal Tamer in ein kleines Krankenhaus, was von Herr Vassour aufgebaut wurde über Jahre. Ich kannte das gut, war immer wieder da. Und wir hatten in den ersten Stunden mehrere Sterbende und Schwerverletzte. Und so ging es die ganzen nächsten Tage weiter. Die Front war 12 Kilometer weg. Ja, und es kam hier nicht an. Es kam dann erst an, als wir angefangen haben, von dort zu berichten. Also, und das ist sozusagen, um dann jetzt mal zum Schluss zu kommen, der zweite Teil meiner Arbeit ist also nicht nur die Unterstützung und Ausbildung von Herr Vassour und auch Transport von Material und Geld manchmal auch, sondern ist die Herstellung von Öffentlichkeit. Und es ist manchmal leichter, so pervers das ist, man glaubt beim ZDF und im ARD und im Hessischen Rundfunk einen deutschen Arzt vor Ort, so heißt das dann immer, glaubt man leichter als den Menschen, die dort leben, die dort die ganze Zeit leben. Die gelten als unglaubwürdig, weil die sind ja sozusagen politisch polarisiert. Ja, dass man mir unterstellt, nicht politisch zu sein, ist natürlich ein kleiner Scherz. Ja, aber das nehmen dann die Medien meistens erst wahr, wenn sie die Berichte kriegen. Okay. Ja, danke dir auch, Michael, für die Schilderung deiner Erfahrungen und auch deiner Eindrücke von vor Ort. Wir haben ja auch später nochmal die Gelegenheit, über die Frage oder Rolle auch von uns, den Unterstützerinnen und Solidarität mit der Region und der Bevölkerung zu sprechen. Ich würde dich jetzt gerne aber nochmal fragen, Rojava ist ja in den letzten Jahren ja zu so einer Art Projektionsfläche
man kann schon sagen, für eine globale Linke geworden, für soziale Bewegungen. Viele beziehen sich auf das basisdemokratische Modell, fühlen sich dem sehr verbunden. Ich würde aber sagen, wie in allen gesellschaftlichen Prozessen ist es ja doch so, dass die Entwicklung, die in Rojava stattfindet, immer auch eine Aushandlung unterschiedlicher Akteure ist unter der Bevölkerung. Es gibt verschiedene politische Parteien, verschiedene lokale Akteure und immer wieder auch Kritik und viel Widersprüche in diesem Prozess, die auch hier diskutiert werden, und würde dich einfach gerne fragen, wie ihr denn damit umgeht, dass genau es ja auch nichts widerspruchfrei ist. Ja, also ich glaube, wir sind uns alle darin einig, dass sozusagen keine Gesellschaft in sich homogen ist. Und klar, in Rojava gibt es, also gerade in Rojava, Michael hat es gesagt, da leben nicht nur Kurden, da leben verschiedene Volksgemeinschaften, da leben verschiedene religiöse Gruppen und natürlich auch verschiedene politische Identitäten und Gruppen. Und alle haben halt gewissermaßen ihre Interessen, die sie durchsetzen wollen. Und ich finde, glaube ich, dass gerade diese Widersprüche ja auch einer Gesellschaft gut tun. Also das auszuhandeln, die Widersprüche, und dann sie vielleicht auch überwinden zu können, das bringt ja auch eine Gesellschaft oder eine Gruppe von Menschen auch im Prinzip auch voran. Und in Rojava ist halt der Vorteil, dass sozusagen dieses Gesellschaftskonzept offen ist für diese Widersprüche, dass es die Möglichkeit gibt, diese Widersprüche auszuhandeln und voranzukommen. Das ist sozusagen dieses Konzept des demokratischen Konföderalismus, das nicht den Ansatz verfolgt wie vielleicht in einem Nationalstaat, dass es eine dominante Gruppe gibt, eine herrschende Gruppe gibt, die sozusagen ihre Ansichten, ihre politische Ideologie versucht, auf die gesamte Gesellschaft überzustülpen, sondern es wird der Raum gegeben, dass verschiedene Gruppen sich selbst organisieren und dann in basisdemokratischen Strukturen zusammenkommen, sich koordinieren oder eben diese Widersprüche aushandeln. Und dafür gibt es sozusagen gewisse Rahmenbedingungen oder einen gewissen Grundkonsens, der sozusagen durch einen Gesellschaftsvertrag vermittelt wird. Und selbst dieser Gesellschaftsvertrag wird neu ausgehandelt. Also aktuell in Rojava wird der dritte Gesellschaftsvertrag neu ausgehandelt, und das ist ein Prozess, der schon länger geht, der im Prinzip dann aufgenommen worden ist, als der IS militärisch zerschlagen worden ist und dieses Gebiet der Selbstverwaltung vergrößert worden ist. Und dann wurde sozusagen die Entscheidung getroffen, mit den neuen gesellschaftlichen Komponenten, mit der neuen arabischen Bevölkerung, die jetzt auch Teil dieses Selbstverwaltungssystems ist, müssen wir einen neuen Gesellschaftsvertrag ausarbeiten. Und dieser Prozess dauert im Prinzip heute an. Das heißt, nichts ist unantastbar. Alle Strukturen werden neu diskutiert. Es gibt gewisse Prinzipien, die sozusagen durch die Basisdemokratie reglementiert sind, durch die Anerkennung der Vielfalt der Region, aber auch die Frauenrechte. Die sind sozusagen nicht zur Diskussion zu stellen. Aber alles andere, wie das gesellschaftliche System aussieht, wie die Strukturen aussehen sollen, das kann sozusagen immer wieder diskutiert werden und in Frage gestellt werden. Also ich war letztes Jahr in Nordsyrien, weil ich auch ein Promotionsprojekt zu diesem Gesellschaftssystem verfolge. Und als ich dort war, habe ich sozusagen mit den Basis, also den Aktivistinnen der Basiseinheiten gesprochen, den Kommunen, die sind sozusagen, das ist sozusagen die kleinste Ebene der Basisdemokratie. In den Nachbarschaften oder in den Dörfern organisieren die Menschen sich rätodemokratisch in diesen Kommunen. Und mir wurde dann mitgeteilt, okay, wir haben jetzt sozusagen in Nordsyrien, in der Stadt wie Kamischlo, haben wir sozusagen, ich habe die genaue Zahl nicht im Kopf, aber wir haben hunderte Kommunen errichtet, dass sozusagen möglichst kleinteilig alles organisiert wird. Aber wir haben irgendwie gemerkt, das funktioniert so nicht. Das ist zu kleinteilig. Ich glaube, alle 200 Häuser waren dann eine Kommune, und die haben gesagt, wir finden die Aktivistinnen und Aktivisten nicht, die sich da sozusagen engagieren. Und am Ende, nachdem wir eine Kommune, eine Rätestruktur gebildet haben, bleiben nur noch die Co-Vorsitzenden als Aktivisten übrig. Der Rest zieht sich irgendwann zurück. Also müssen wir das neu diskutieren, die Größe der Kommune neu diskutieren und versuchen, das in einer neuen Form wieder neu zu organisieren. Da habe ich im Prinzip gemerkt, dass sozusagen es wird ausgehandelt, wie dieses System am besten, am effektivsten umzusetzen ist. Nichts ist in Stein gemeißelt, aber es gibt gewisse Prinzipien, die sozusagen durch dieses Konzept des demokratischen Konföderalismus festgelegt werden. Und es ist ein inklusives Gesellschaftsmodell. Das heißt, über die Jahre ist tatsächlich auch die Anzahl der politischen Parteien, die Teil der Selbstverwaltung geworden sind, ist gewachsen. Also politische Parteien, die am Anfang gegen das Gesellschaftsmodell waren, sind heute Teil dessen geworden, treten auch an den Wahlen an, und auch die verschiedenen religiösen und ethnischen Gemeinschaften sind sozusagen in diesem System vertreten. Das heißt, jeder, der sozusagen eine aufrichtige Kritik an diesem System hat
und es voranbringen will und Unzulänglichkeiten sieht, hat die Möglichkeit, Teil dieses Systems zu werden und diese Kritik von innen heraus sozusagen an vorzutragen, um das Gesellschaftsmodell voranzubringen. Ich finde, das ist sozusagen eine Stärke, die Rojava ausmacht, und das ist auch mit ein Grund, warum es sozusagen für viele fortschrittliche linke politische Kräfte weltweit heute sozusagen ja zu so etwas wie ein Vorbild geworden ist. Ja, danke. Auch du, Michael, hast ja während deiner Aufenthalte wahrscheinlich mitbekommen, was funktioniert, was nicht und wie diese Widersprüche ausgehandelt werden. Vielleicht kannst du dazu auch noch zwei Sätze sagen. Und dann würde mich von dir einfach nochmal erzählen, weil du ja auch in deinem Buch Mitautorinnen hast, die alle unter der Frage der Solidarität schreiben und, glaube ich, auch Solidaritätsarbeit kritisieren, jede unterschiedliche Perspektiven darauf haben. Und ich würde dich einfach nochmal gerne fragen, hast du das Gefühl, Solidarität mit Rojava hat sich in den letzten Jahren auch verändert, oder was sind dir da einfach wichtige Punkte nochmal zu nennen von hier aus? Also vielleicht zu dem ersten Punkt. Es gibt, wir haben das Buch ja mit 9 Leuten haben da dran geschrieben. Ja, also ich wollte erst alleine schreiben, dann dachte ich, abgesehen von meiner Egomanie, keine gute Sache. Das Spektrum der Wahrnehmung ist wesentlich breiter, wenn noch 8 andere mitschreiben. Und da findet sich zum Beispiel von Nujin, einer Frau, die kurdischer Herkunft ist und die da unten lange gearbeitet hat, ein sehr interessanter Artikel, der geht genau darauf ein, dass man nicht davon ausgehen muss, dass Rojava irgendwie das Paradies ist. Ja? Und das ist jetzt nicht das Land der Fantasie, wo Milch und Honig fließen in politischer Hinsicht. Es ist zweifellos so, was du eben gesagt hast, es ist ein Land, wo ein großes emanzipatives Experiment läuft. Aber ich drücke das auch immer bei zahlreichen Vorträgen, wo nachgefragt wird und die Leute sehr genau nachfragen, wie sieht es denn aus, sehr vorsichtig aus. Es gibt viele tolle Errungenschaften. Das Augenfälligste ist wirklich eine praktizierte Gleichberechtigung auf der, und wenn ich sage formalen Ebene, dann meine ich das als wichtigen Faktor von Männern und Frauen. Also dass alle wichtigen Posten von einem Mann und einer Frau gleichberechtigt besetzt sind. Das ist wirklich augenfällig und das ist natürlich ein Faktor, der ist diametral anders als in den gesamten Ländern der Umgebung. Also in den arabischen Ländern mit arabisch ausgerichteter Ideologie und islamistischer Ideologie noch viel mehr. Aber auch hier, wenn wir jetzt nach Zentraleuropa gehen würden, ist es ja nicht so, dass wir hier sagen können, wir ruhen uns hier aus und die Verhältnisse sind hier so viel besser. Das ist ja bekannt. Also für Arroganz haben wir ja keinerlei Grund. Aber das ist da unten tatsächlich auf der formalen Ebene, und das ist eine wichtige, umgesetzt. Ja? Und es geht auch in den militärischen Bereich rein. Also ich werde nie vergessen den Moment, als wir in Raqqa eine kleine Pause hatten hinter der Front und kam einer von meinen anderen Freunden, sagte, meine Schwester kommt heute zu Besuch. Und ich merke plötzlich, wie alle irgendwie so ein bisschen erstarren und es wird leise. Und dann kam seine Schwester rein, eine Frau, die ging mir hier etwas über die Brustwarze. Und es war die Oberkommandierende von Raqqa. Ja, und alle waren, auch inklusive aller Männer, erstarrten so ein bisschen in Ehrfurcht. Das erlebst du, glaube ich, nur in Rojava. Und trotzdem sage ich, es passieren auch viele Sachen schleppend oder sind sehr schwierig. Also man muss sich einfach vorstellen, es kommen Menschen mit Ideen, die sehr vieles umkrempeln, wo also wie gesagt dieser Gleichberechtigungsaspekt da ist oder wo es nicht um die eigene Ethnie geht, die jetzt in den Vordergrund zu spielen, sondern um eine gemeinsame Projektierung eines großen Gebiets, in dem inzwischen geschätzt, kein Mensch kann sie zählen, circa 4 Millionen Menschen, leben, also alle die unter einen Hut zu bringen, sehr viele Binnenvertriebene, das ist eine riesen Herausforderung. Und das stößt natürlich schon auch auf konservative oder auch reaktionäre Strukturen, die noch massiv vorhanden sind. Und wir mussten die Erfahrung schon häufig machen, auch in Auseinandersetzungen, wenn es dann um die Bearbeitung psycho- oder mentaler Probleme geht, wenn man dann arbeitet oder mit den Menschen redet, dass das natürlich harte Konfliktlinien sind, die tief in die Familien reingehen. Dass zum Beispiel die Kinder, die an der Front sind oder die arbeiten bei irgendeiner Institution, ob das jetzt die JPG ist oder die JPG, ja, dass die nach Hause kommen und treffen da meinetwegen auf den noch patriarchal eingestellten Vater oder Großmutter oder wie auch immer. Ja, und auch da ist kein Grund für Arroganz oder eurozentristische Arroganz. Ja. Wie lange hat bei uns der Prozess von Emanzipation und Arbeit an Gleichberechtigung gedauert? Das ist immer noch nicht abgeschlossen, das ist ja eine Dynamik. Ja. Da unten sind nur wenige Jahre, die haben natürlich einen ideologischen Vorlauf. Ja, also das ist eine Auseinandersetzung, wo man sagen kann, ich drücke mich immer so aus, da ist viel auf den Weg gebracht, auch die basisdemokratischen Strukturen,
Aber es sind natürlich auch nicht alle Strukturen so basisdemokratisch. Zum Beispiel der militärische Bereich funktioniert so ein bisschen anders. Also auch das ist ein Punkt, wo man versucht, sich einer Idealvorstellung anzunähern. Ja? Und für mich zum Beispiel als alten Anarchisten war es auch sehr befremdlich, am Anfang in ein Frauenzentrum eingeladen zu werden. Wer hängt übergroß an der Wand? Apo Öcalan. Ja, das ist eine Sache, die irritiert mich immer noch. Dazu muss man aber einfach wissen, dass der Mann einen riesen Wandel durchgemacht hat, auch die Ausrichtung der PKK von einer sehr straighten marxistischen Kaderorganisation sich gewandelt hat mit Ausrichtung auf einen nationalen Staat und Erkämpfung eines eigenen Staatswesens hin halt zum kommunalistischen System und zu einem Paradigmenwechsel innerhalb der Ideologie. Trotzdem ist es immer noch mehr als irritierend, dahin zu kommen und zu sagen, oh, man, überall hängt Apo. Ja. Und als ich einmal einen Kurs gegeben habe über psychosoziale Erstmaßnahmen und vor meinen Leuten, die wir da unterrichtet haben, gesagt habe, wie erkennt man denn zum Beispiel, ob ein Führer gut ist oder schlecht? Dann hat sich mein Übersetzer geweigert, das zu übersetzen, als ich gesagt habe, man muss alle Führungspersönlichkeiten kritisieren können, auch Apo. Da hat der Schweißperlen auf die Stirn gekriegt, das übersetze ich nicht. Ja, dem ging etwas die Muffe. Ja. Und das ist auch so ein Zeichen dafür, das löste sich dann auf. Es gab eine heftige Diskussion. Ja, und dann hat eine Frau, die aus den Bergen kam, also die Kämpferin war vorher, bevor sie dann im Sanitätsbereich arbeitete, die hat gesagt, was ereifert ihr euch? Apo sagt das selbst, dass man alle kritisieren können muss. Also ich will damit zum Ausdruck bringen, es ist ein gigantischer Prozess, ein emanzipativer Prozess in einem arabischen, konservativen, ursprünglich Clan-System, Clan-orientierten, dann noch mit einer zentralistischen Regierung, Assad-Regime, total autoritär, bekannt. Ja? Und es gibt nur Frontalunterricht bis dato in den Schulen, sehr autoritär. Ja? Das ist alles neu. Also diese neuen Strukturen dort einzuüben, zu praktizieren, das ist wirklich emanzipative Schwerarbeit für alle. Und das ist aber das, was es reizvoll macht, neben dem humanitären Anspruch. Also das ist auch etwas, was uns, glaube ich, motiviert, dort aktiv zu sein. Nicht nur der reine medizinische oder Hilfsaspekt, sondern es geht tatsächlich auch um den politischen Hintergrund. Was war die zweite Frage? Ich weiß gar nicht mehr. Ich hatte nochmal nach der Frage der Solidarität gefragt. Ja, ja, ich glaube, das ist auch ein schwieriges Ding. Also ich komme ja viel rum und mache viel Vorträge und manchmal spreche ich vor unterschiedlichsten Gesellschaften. Das kann der Lions Club sein oder wie heißen die Rotarier. Die sind immer ganz begeistert, wenn ich erzähle, dass da keine Steuern erhoben werden. Und Rotarier, was heißt keine Steuern? Ja, das sind ja so FDP-Leute. Keine Steuern, hat man den Eindruck, die brechen gleich auf nach Rojava. Das ist ja, das ganze Gesellschaftsprojekt finanziert sich natürlich auf eine gewisse Art und Weise, auch viel über Erdöl, was da gefördert wird. Das sprengt aber, glaube ich, heute den Rahmen. Ja, aber die Solidarität, die geht ja von bis. Das geht von irgendwelchen Anarcho-Gruppen, autonomen Gruppen, Linke bis hin gewerkschaftsorientierte Leute oder Leute, die einfach was hören wollen von einem neuen Gesellschaftsmodell, bis hin zu konservativen Leuten, die sagen, das ist aber interessant, erzähl mal. Ja. Und ich glaube aber feststellen zu müssen, also zumindest geht es mir so, dass das Interesse etwas nachgelassen hat. Am Anfang war das teilweise sehr illusionär. Also wenn ich dann vor irgendeiner Anarcho-Gruppe denselben Vortrag gehalten habe, haben die gesagt, das muss ja toll sein, da gibt es ja auch keine Polizei und keine Strukturen. Dann habe ich gesagt, ja, dann komm mal in eine Assa-Isch-Kontrolle, also das ist die Polizei da, und habe die Füße auf dem Armaturenbrett. Da ist aber was los. Ja, also das gibt teilweise auch sehr strenge Regeln, ja, und es ist mitnichten so, dass es da keine Rules gibt, also keine Regeln, die befolgt werden müssen. Ja. Ich habe trotzdem den Eindruck, es ist nach einer anfänglichen Euphorisierung, die auch verbunden war mit dem Zurückdrängen des IS, ist dann mit dieser frustrierenden zur Kenntnisnahme, dass das System tatsächlich auch massiv gefährdet ist, und das muss man einfach konstatieren. Also das Schlimmste, was momentan dort wirkt, das muss man offen benennen, was ein unglaublicher Stress ist, sind die Invasionen und die täglichen, fast täglichen Bombardierungen durch die Türkei. Also wir haben allein, ich glaube in den letzten fünf Tagen, 6 Drohnenangriffe. Ja, in Rojava, im Nordirak und im Schengal. Also Schengal, jesidisches Gebiet, auch im Nordirak, was auch mit bombardiert ist, weil es ein ähnliches Gesellschaftsmodell anstrebt. Und das belastet auch die Solidaritätsarbeit schwer. Also ich habe schon den Eindruck, viele ermüden auch. Auch da unten ermüden unheimlich viele Leute. Es ist auch de facto so, dass nicht wenige weg wollen.
die sagen, wir können nicht mehr. Das muss man auch zur Kenntnis nehmen. Die sind durch. Viele Leute sind durch. Nach 10 Jahren militärischer Auseinandersetzung, nach 10 Jahren Bombardements, wenn du eine Familie hast, wo du vielleicht Kinder hast und hast keine klare Schul- und Ausbildungsperspektive, und die werden älter, irgendwann kommst du auf die Idee, und ein Teil der Familie ist schon in Europa, zu sagen, ich gehe, warum gebe ich mir das hier? Ja? Und das ist auch ein wichtiger Faktor. Das heißt, die Menschen, die da unten ausharren, das ist wirklich heroisch, benutzt den Begriff eigentlich ungern. Aber das ist eine ganz anstrengende, mental, emotionale Belastung, eine ökonomische Belastung. Das Einkommensniveau ist marginal. Ja, also es ist alles sehr schwierig. Es ist ein Embargo-Gebiet, die Sachen sind nicht zu kriegen, es werden immer wieder die Grenzen zugemacht, auch für die Solidaritätsarbeit, umso wichtiger ist Solidaritätsarbeit. Aber wie gesagt, leider verzeichne ich so ein bisschen, umso schöner ist es, wenn so zahlreich, wenn ihr da seid heute, weil ich denke, um zum Schluss zu kommen, Solidaritätsarbeit vollzieht sich nicht nur da unten. Der wichtigste Part der Solidaritätsarbeit vollzieht sich hier. Das heißt, ihr seid, wir sind gefragt. Wenn wir es nicht schaffen, den Druck wegzunehmen, ja, den das Erdogan-Regime da unten ausübt, militärisch, die Bedrohungslage, die das Schlimmste ist, was momentan passiert, durch Druck von unserer Seite hier auf der zivilgesellschaftlichen Ebene, durch direkte Aktionen, durch die Besetzung, wie zum Beispiel hier das Grünenbüro vor ein paar Tagen, ja, durch politischen Druck. Ja, das ist bittere Notwendigkeit. Da unten ist sonst das ganze gesellschaftliche Projekt gefährdet. Muss man von meiner Seite aus, sage ich das ganz klar. Das wäre jetzt eigentlich eine ganz gute Überleitung zu meiner letzten Frage an euch beide. Ich würde aber angesichts der fortgeschrittenen Zeit gerne schon mal ins Publikum öffnen. Ich würde sonst im Anschluss gerne noch mal fragen, weil Scherwan hat das ja vorhin auch schon angedeutet, du jetzt auch, um noch mal so ein bisschen ins Heute zu schauen. Also wir alle sind so ein bisschen, auch wenn es total absurd ist, erleichtert, dass nach dem Teheran-Gipfel es kein grünes Licht von Russland und Iran gab für den direkten nächsten türkischen Einmarsch in die Region. Es ist trotzdem nicht so, dass die Bedrohungslage abgenommen hat. Michael hat es eben gesagt. Es gab in den letzten Tagen schon wieder vermehrt Drohnenangriffe. Ich kann das selbst von unserem Aufenthalt beschreiben. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Michael. Man fährt halt über die Straßen und weiß, gestern ist eine Drohne runtergegangen. Heute kann das auch passieren, morgen auch. Das trifft in der Regel Politikerinnen, oft auch hochrangige Politikerinnen und Militär, aber auch Zivilistinnen sind davon betroffen. Diese permanente Bedrohung macht was mit den Leuten vor Ort, auch das hast du eben beschrieben, Michael. Und auch die ganzen anderen Probleme und Herausforderungen sind unglaublich kräftezehrend. Und auch das war für uns nochmal der Anlass zu sagen, diese Konferenz im September auszurichten und auf all diese Entwicklungen neben den ganzen Errungenschaften, von denen wir ja auch gehört haben, hinzuweisen, sie ernst zu nehmen und auch sie hier nochmal in die Öffentlichkeit und in die deutsche Politik zu tragen, ist was, was wir als Medico International uns vornehmen und richtig finden, gerade auch in dem Kontext von 10 Jahren. Bevor ich aber euch dazu jetzt nochmal frage, würde ich gerne Ihnen und euch die Gelegenheit geben, Nachfragen zu stellen, Diskussionsbeiträge zu machen. Wir haben dafür ungefähr eine halbe Stunde Zeit. Und da hinten ist schon eine Meldung. Und gerne auch an Scherwan, der, glaube ich, auch bereit ist. Du kannst, if you want, you can join us now, Scherwan. We make the discussion round. Yeah. Maybe people want to ask you. Ja, guten Abend. Mein Name ist Bianca Winter von der Städtefreundschaft Frankfurt-Kobane. Ich wollte nochmal auf Michaels Bemerkung eingehen. Die wichtigste Solidaritätsarbeit wird hier geleistet. Wir wissen alle, dass eine grüne Außenministerin in diesen Tagen überhaupt gar nichts unternimmt, um diese Angriffe der Türkei anzusprechen. Das heißt, auf Bundesebene tut sich da im Moment noch gar nichts. Sie ist besorgt, wenn sich Erdogan fotografieren lässt mit dem russischen und mit dem iranischen Präsidenten, aber ist nicht besorgt über die Angriffe, die stattfinden. Das hat dann jetzt in Frankfurt dazu geführt, dass wir als Städtefreundschaft Frankfurt-Kobane an die Stadtregierung, deren Fraktionen geschrieben haben und um die Verabschiedung einer Resolution, die die Türkei dafür verurteilt, vorstellig geworden sind, hat auch inzwischen für ein gutes Medienecho gesorgt.
Es fand die Besetzung des Grünen Büros statt. Und ich wollte einfach nochmal anregen, dass alle, die hier Beziehungen haben, Kontakte haben zur Grünen Partei, weil die Grüne Partei ist diejenige, die das hier in Frankfurt massiv blockiert, die FDP auch, aber die ist der kleinste Koalitionspartner. Und es ist wäre sehr hilfreich, wenn ihr an die Stadtverordneten schreibt und wenn sie merken, das ist ein Thema, das auch im September nicht vergessen ist, wenn diese Resolution erneut vorgelegt wird. Und wer noch andere Ideen hat, wie man hier den grünen Dampf machen kann, äußert euch dazu. Dankeschön. Ja, ich wollte euch noch sagen, dass unsere Pressemitteilung und zwei Artikel aus der FAZ und der Rundschau hier bei uns ausliegen. Die könnt ihr euch gerne mitnehmen mit den anderen Informationsmaterialien. Guten Abend, mein Name ist Nurstan Mamu, ich bin kurdische jesidische Frau, ich komme aus Afrin. Zuerst möchte ich mich entschuldigen wegen meiner Deutschsprache. Ich bin erst 2,5 Jahre hier in Deutschland. Ich bin von Beruf promovierte Chemikerin. Ich versuche etwas für meine Stadt zu machen. Ich bedanke sehr Herr Dr. Michael, er hat besonders meine Stadt erwähnt, was passiert dort. Und es tut mir wirklich leid, dass unsere Parteien machen ihre Augen zu, an was passiert heute. Herr Schalwan hat gesagt, wir versuchen dokumentieren und Veröffentlichungen machen, aber das macht nichts. In der Realität gibt es mehr als 200.000 Leute, sie leben in Lagen, ja, neben Afrin. Sie leben in die schlechte Situation und die Familien, wo ist es, leben in unseren Wohnungen, in unseren Städten, in unserem kleinen Dorf in Afrin. Das ist eine Realität. Ich weiß nicht, bis wann kann Erdogan das weitermachen, wenn wir brauchen Informationen. Es ist nicht einfach, ich weiß. Aber in der Realität, es gibt eine demografische Veränderung in Afrin. Das ist eine Realität. Afrin war mehr als 95% kurdisch. Jetzt sie ist nur 30% unserer Leute leben und sehen an Afrin, ja, und können nichts machen. Herr Dr. Wild hat gesagt, wir müssen die Verantwortung dafür übernehmen. Was macht MEDIC in die nächste Konferenz für Afrin? Vielen Dank. Und vielleicht ist auch nochmal wichtig hinzuzufügen, dass die Region Chachba, wo bis heute noch fast 100.000 Flüchtlinge aus Afrin in Flüchtlingslagern, in informellen Siedlungen leben, gerade akut von diesen türkischen Drohungen bedroht sind. Also Erdogan hat immer angekündigt, in Manbij und dann die Region Chachba einzunehmen, wo eben diese Menschen, viele Menschen aus Afrin eigentlich auf die Rückkehr nach Afrin noch warten. Und die wirklich, also wo einfach nicht klar ist, was mit diesen Leuten passiert, sollte es zu einem Angriff oder einer Besetzung der Region kommen. Auch Medico hat damals in enger Zusammenarbeit mit dem kurdischen Halbmond den Einmarsch nach Afrin eng begleitet. Wir waren entsetzt. Wir haben damals das Krankenhaus, das einzige Krankenhaus in der Region, unterstützt, was damals von der Türkei bombardiert worden ist. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie wir mit Ärzten und Doktoren in Kontakt waren, die in diesem Krankenhaus waren. Und dann rechtzeitig noch die Leute evakuieren konnten und dann Flüchtlingsströme nach Chachba organisiert haben. Und es war für uns schon in Deutschland total schwierig auszuhalten. Und wir waren in engem Kontakt mit
dem kurdischen Halbmond und haben dann dabei unterstützt, diese Flüchtlingslager in Afrin in Scherba aufzubauen. Und der kurdische Halbmond hat da eben kleine Kliniken aufgebaut. Zu Ihrer Frage, wie wir heute damit umgehen. Wir unterstützen eine Menschenrechtsorganisation, Right Defense Initiative, die großartige Arbeit macht, die in Flüchtlingslager geht, unter anderem auch nach Scherpa und dort die Menschenrechtsverbrechen aufnimmt von den Menschen, die in diesen Lagern leben, die ihre Häuser verlassen mussten, wo jetzt islamistische Söldner mit ihren Familien leben. Die von den Vertreibungen berichten, die von der Landnahme berichten, die versuchen dasselbe, machen dasselbe auch in den Flüchtlingslagern, wo die Menschen aus Serikani und Girispi und der Umgebung liegen. Wir haben bis heute schon über 400 Fälle archiviert und Ziel ist eben dieser Menschenrechtsorganisation durch die Dokumentation und die Aufnahme, die Beweissicherung auch, also es geht auch viel darum, Beweise aufzunehmen, zumindest sicherzustellen, dass das nicht vergessen wird, was dort passiert. Und vielleicht sogar zukünftig auf internationaler Ebene eine Art Gerichtsbarkeit zu erlangen. Das ist sehr kompliziert und das wird nicht einfach werden. Vor allen Dingen liegt es daran, dass Rojava, die Selbstverwaltung, bis heute keinen anerkannten internationalen Status hat, mit dem man offiziell in internationale Prozesse sich involvieren kann. Aber das werden Themen sein, die wir eben auf dieser Konferenz besprechen, was da mögliche Lösungen oder Perspektiven sein können für diese Region, um genau das nicht vergessen zu machen, was damals in Afrin passiert ist und wie die Leute auch bis heute darunter noch leiden. Also, mein Name ist Ali Koç. Ich bin viermal eingeladen von Assad-Regime. Auch Damaskus war ich da, internationale Konferenz. Da haben wir uns Hezbollah, russische Generalin, erzählt, auch mit Landkarte und so und so. Ich wollte nicht mehr dafür sagen, ich habe auch erlebt den Afrin-Krieg. Nebenbei mir sind 6 Leute damals gestorben, habe ich auch Fotos Cemil gezeigt. Aber mehr wollte ich nicht sagen. Jetzt gibt es Rojava über 7 amerikanische Militärbasis. Also ich bin sicher, jetzt haben Russland, Iran und Erdogan, die sind einverstanden. Auch syrische Außenminister war auch vor einer Woche in Iran. Die Medien haben die nicht gezeigt, aber die waren auch da. Die haben geeinigt. Also nächste Jahre die wollen komplett Rojava bombardieren, 100%. Also weil die wollen keine eine freie kurdische Stadt. Damals also vor 4-5 Jahren haben da auch russische Generalin erzählt, Hezbollah haben da erzählt. Ich bin selber Kommunistin, alevitische Kommunistin, natürlich ich bin gegen NATO, aber die haben gesagt, also jetzt sind die schwach, das haben die vor 4 Jahren erzählt, aber irgendwann wird bombardiert komplett Rojava. Danke. Ja, das ist jetzt ein sehr düsteres Szenario, aber ich glaube, was man auf jeden Fall nicht vergessen darf, ist, dass die Region einfach wirklich abhängig ist von vielen geopolitischen Akteuren. Und das ist, glaube ich, ein riesiges Problem. Da könnt ihr ja vielleicht auch später noch mal was zu sagen, dass es sozusagen keine Prozesse gibt, an denen die Selbstverwaltung oder lokale Akteure beteiligt sind, um international nach einer Lösung zu suchen, sondern dass es immer verhandelt wird zwischen den geopolitischen Akteuren USA, Russland, Iran, Syrien. Und da, genau, und sozusagen die lokale Bevölkerung und auch die Selbstverwaltung sich darin zurechtfinden muss. Das, ja, auf jeden Fall ein großes Problem. Weitere Fragen oder Beiträge? Hallo, ich heiße Adi Einecke und ich habe eine Nachfrage. Jetzt wurde hier schon öfter erwähnt, dass für uns eine der wichtigsten Arbeiten die Solidarität ist. Jetzt frage ich mich, wie das aussieht, weil wenn ich persönlich jetzt damit solidarisch bin, interessiert das erstmal niemanden so ungefähr. Es braucht die Öffentlichkeit. Aber ich persönlich weiß nicht, wie ich jetzt meine Solidarität in die Öffentlichkeit tragen könnte. Könntet ihr da vielleicht nicht unbedingt Beispiele, aber
Anreize geben. Ich fühle mich jetzt nicht in der Lage, selbst eine Konferenz zu organisieren. Danke. Da ist noch eine Frage, vielleicht nehmen wir die auch noch ran und sammeln so ein bisschen. Mein Name ist Sigrid Maser, ich komme aus Berlin und zwar als positives Beispiel möchte ich die Städtepartnerschaft zwischen Friedrichshain-Kreuzberg und der Stadt Derek vorstellen. Wir haben, und das Wichtige ist eben die Öffentlichkeit, kriegt man auch durch diese Gründung einer Städtepartnerschaft, man muss sich mit den Parteien auseinandersetzen, weil in Berlin eben die BVV das beschließen musste, dass der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg diese Städtepartnerschaft eingeht. Und damit kriegt man ein großes Spektrum, weil wir tingelten dann von einer Partei zur nächsten, damit eben dieser BVV, also der Bezirksverordnetenversammlung, dafür zustimmt. Und das gibt ein sehr großes öffentliches Medium und das gibt auch natürlich mediale Rückkopplung. Es hieß nämlich dann, der Bezirk macht ja Außenpolitik und das dürfte doch nicht stattfinden. Eine bestimmte Partei hat da sehr stark sich aktiv gezeigt, aber es war so, dass wirklich alle anderen Parteien, CDU, FDP und die Grünen waren genau das größte harte, der größte Brocken, den zu knacken, obwohl ja Friedrichshain-Kreuzberg grün ist, ja, und die haben am meisten geblockt. Und das war am schwersten. Aber es hat sich gelohnt und das Gute an dieser, also jetzt, das hat, ist jetzt gekippt, aufgrund der Zuwendung der Mittel von der BMZ. Aber wir haben dadurch, dass wir eine kommunale Städtepartnerschaft haben, kamen wir an die Gelder ran vom Bundesministerium. Das wurde aber jetzt eben gekürzt, weil eben die Zusammenarbeit mit der Selbstverwaltung, mit den Organen, und das haben wir ja, wir arbeiten mit der Selbstverwaltung von Derek eben zusammen, diese Gelder wurden geblockt. Man darf die Organe nicht unterstützen. Die Selbstverwaltung soll kaputt gemacht werden. Die einzigen Gelder, die es noch gab, waren für diese Objekte eben in den neueren befreiten Gebieten des IS. Und damit haben wir große Schwierigkeiten jetzt. Wir können also keine Anträge mehr in der Nord-Südbrücken-Stiftung stellen. Zum Beispiel dieses Projekt, wir hatten jetzt Nachbarschaftsgärten über diese BMZ-Mittel gekriegt, ein Flussbettbegrünung und wir haben eine mobile Klinik in Derek eben eingerichtet und bezahlen auch in Kooperation mit Vejas, der Organisation der Frauen von Syrien, die Gehälter für das Personal der mobilen Klinik, weil Derek ist ganz oben, in diesem kleinen Dreieck, aber wenn man die Karte nochmal sieht, wo der Übergang ist, von Nordirak von Simalka, damit eben Derek ist nicht nur eine Stadt, sondern eine Region und die Dörfer eben auch angefahren werden können und dort die Frauen und die Kinder, weil die oft eben nicht nach Derek kommen, eben weiter medizinisch versorgt werden. Das heißt, man kann also mit solchen Projekten doch sehr viel bewegen und Solidaritätsarbeit eben leisten. Also deswegen, es ist nicht ein mühseliger Prozess, aber man hat ganz viel Öffentlichkeit und deswegen wäre es schön, wenn andere Städte auch sich auf den Weg machen würden, obwohl die Situation jetzt sehr schwierig ist, so eine Städtepartnerschaft eben einzurichten. Also als Gegen. Also als Motivation, was zu machen. Ich heiße Adelheid und ich habe einen Überblick verloren, was jetzt der genaue Stand ist von Erdogans Forderungen bezüglich NATO-Beitritt Schweden-Finnland. Was ist da zugestimmt worden? Was ist daraus entstanden? Was passiert da jetzt genau in der Hinsicht? Magst du dazu da antworten? Und Michael, vielleicht kannst du ja noch mal zu dieser Solidaritätsfrage was sagen. Genau, zur letzten Frage. Also Erdogan hat es tatsächlich geschafft, einen Politikstil der EU oder den europäischen Staaten aufzuzwingen, der im Prinzip auf Erpressung beruht. Das war vorher der EU-Türkei-Flüchtlingsstil, der sogenannte Flüchtlingsstil, mit dem er sozusagen freie Hand für den Kampf gegen die Kurden oder Unterstützung sich erzwungen hat. Und jetzt hat er sozusagen diesen NATO-Beitritt so lange blockiert,
Oder er hat zuletzt, glaube ich, sogar gesagt, dass er immer noch nicht zwingend zusagen muss, aber so lange blockiert, bis er sozusagen da auch wieder Zugeständnisse bekommen hat. Und die skandinavischen Staaten waren im Prinzip dafür bekannt, dass sie innerhalb der EU mit am offensten gegenüber der Selbstverwaltung in Nord- und Ostsyrien waren, was Unterstützung anging. Und da fordert Erdogan oder hat Erdogan sozusagen eine Blockade gefordert. Er hat versucht, seine Definition von Terrorismus diesen Staaten aufzustülpen. Und tatsächlich sind ja sowohl Schweden als auch Finnland ein Stück weit auch darauf eingegangen. Also sie haben sozusagen gesagt, dass sie ihre Terrorgesetze weiter verschärfen werden, dass sie Erdogan hat Listen übergeben von kurdischen Aktivistinnen und Aktivisten, von denen er sozusagen fordert, dass sie ausgeliefert werden. Und parallel dazu, und das geht ein bisschen unter, hat er dasselbe auch von Deutschland gefordert. Also der Generalbundesanwalt, Frank heißt der gute Herr, glaube ich, mit Nachnamen, hat Erdogan besucht. Das ist in den deutschen Medien gar nicht so sehr öffentlich geworden. Ich glaube, die Frankfurter Rundschau hat darüber berichtet, aber ansonsten wurde sehr wenig darüber berichtet. Und es ist bis heute unklar, was da besprochen worden ist. Also es gab auch eine kleine Anfrage aus der Linksfraktion zu dem Thema, aber die Antwort war ziemlich nichtssagend. Das heißt, Erdogan versucht sozusagen seinen politischen Kurs gegen die Kurden, seinen Kampf gegen die Kurden auch den europäischen Staaten aufzustülpen. Und ja, also was da hinter verschlossenen Türen vereinbart worden ist, wissen wir nicht, können wir nicht wissen. Aber in dem Memorandum war halt sozusagen damit die Definition des Terrorismus in Schweden und Finnland sollte verschärft werden und die Zusammenarbeit intensiviert werden. Das sind sozusagen die Infos, die bei uns angekommen sind. Man fragt sich natürlich, warum macht das Erdogan-Regime, ist ja nicht nur Erdogan als Person, es ist ja eine ganze Gruppierung, eine ganze Clique, warum machen die das, die Auseinandersetzung mit der kurdischen Bevölkerung, nachdem es vor vielen Jahren zurück auch sowas wie einen Annäherungsprozess gab? Das geht natürlich um schwindenden Macht oder Herrschaftseinfluss in der Türkei selbst. Die Inflationsrate ist um 80%. Das heißt, da schwimmen jemand die Fälle weg und dann ist natürlich sehr gut, einen Krieg im Ausland nochmal zu forcieren, weil in der Regel, das ist leider bei Afrin so gewesen oder auch bei der letzten Invasion, ist durch so eine nationale, mit der Untermauerung des osmanischen Großreichs Anspruch, all das wird ja da zusammen fantasiert, ist natürlich das Wecken von Nationalgefühlen innerhalb der Türkei schon mehrfach gelungen. Ein bewährtes Mittel, das ist ja auch nichts Neues. Fang einen Krieg mit dem Ausland an oder mit einer anderen Gruppe, mit einer Minderheit und du lenkst von internen Problemen ab, das steht dahinter. Und ich glaube nicht, dass die Gefahr jetzt schon gebannt ist. Es ist momentan etwas zur Ruhe gekommen, aber ja, warten wir es ab. Und die Anspannung da unten ist deutlich spürbar. Es gibt auch Vorbereitungen, aber das Hauptproblem und die letzten Invasionen waren ja unter Duldung Russlands bekanntermaßen und auch der USA, allerdings noch der Trump-Regierung. Mit dem entsprechenden Ergebnis absehbar. Das liegt nicht an der Auseinandersetzung am Boden, sondern es liegt durch Luftangriffe. Du schaffst es nicht, irgendwas zu verteidigen, wenn du nicht die Lufthoheit hast. Und wenn die Luftangriffe freigegeben werden durch die jeweiligen Schutzmächte, auf der einen Seite Russland fürs westliche Gebiet und im östlichen Gebiet, also Serikanje, war das auch die USA, die die Füße stillgehalten hat, dann hast du am Boden kaum eine Chance. Ja, also insofern ist dieser politische Druck in Europa, und da sage ich ganz klar, das war schon unter Außenminister Maas so, die Politik der Koalition zwischen CDU und SPD hat das gemacht, ein absolutes Stillhalten, also ein Ausdruck tiefster moralischer Entgleisung, kann man schon ganz klar sagen, oder ich sage es noch deutlicher, es ist die Duldung von schwersten Menschenrechtsverbrechen, die da laufen, Kriegsverbrechen erster Ordnung, und sie wissen es. Es darf sich niemand die Illusion hingeben, dass sie es nicht wüssten. Die Leute, die im Bundestag sitzen, die Leute, die in der Regierungsebene sitzen, die Leute sind gut informiert. Sie wissen genau, was dort passiert. Ja, ansonsten kann man ihnen gerne nochmal Live-Berichte schicken. Ja, sie wissen, was passiert. Sie dulden die Menschenrechtsverbrechen, sie dulden die Kriegsverbrechen, weil sie das Verhältnis zur Türkei einmal unter dem strategischen Aspekt des NATO-Partners nicht gefährden wollen. Für Deutschland ganz wichtig noch das drohende Freilassen vieler Hunderttausender von Geflohenen, also diese Flüchtlingsabkommen mit Erdogan und natürlich eine große ökonomische und auch militärische Waffenlieferungsverflechtung. Nicht zuletzt auch eine große türkische Community innerhalb von Deutschland. Ja, und da wird halt die ca. 1 Million kurdischer Menschen, die hier leben,
Die werden dann lieber in die Mangel genommen, sobald sie sich politisch aktivieren. Deshalb auch immer noch das Verbot von bestimmter politischer Ausrichtung. Ja, all das wisst ihr wahrscheinlich. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, dass wir gefragt sind. Das ist eine Auseinandersetzung, die muss hier geführt werden. Und es kann nicht sein, dass Baerbock eine Rundreise macht und auf dieser Rundreise momentan nicht konfrontiert wird mit diesen Verbrechen. Und ich sage ganz klar nochmal, das ist kriminell, was läuft. Die Bundesregierung auch jetzt verhält sich kriminell. Das Außenministerium deckt kriminelle Akte und ist insofern Mittäter. Ja, sage ich ganz klar. Ich warte immer auf irgendeine Anzeige oder so. Es kommt natürlich keine. Ja, diesen Prozess würde ich gerne führen. Den verlieren Sie. Ja, wenn es ein fairer Prozess wäre, anhand von Beweislagen. Ja, also insofern nochmal, die Frage vorhin, wo kann man sich engagieren? Es gibt in Frankfurt eine Städtepartnerschaft, Frankfurt-Kobane. Ja, das fängt an mit dem Schreiben von Leserbriefen. Das fängt an, sich hier dem örtlichen Abgeordneten oder der Abgeordneten von den Grünen tierisch auf den Geist zu gehen und sie damit zu konfrontieren, was da passiert. Sie wollen es überhaupt nicht. Sie wollen nicht auf irgendwelchen Veranstaltungen, öffentlichen Veranstaltungen gefragt werden. Warum deckt ihr Menschenrechtsverletzungen in Südkurdistan auch und in Westkurdistan, also Syrien und im Irak. Fragt sie das. Geht ihnen richtig auf den Sack, geht ihnen auf den Geist. Ja? Sie wollen es nicht, sie wollen Ruhe haben. Deshalb wollen sie auch nicht diese Beschlüsse im Stadtparlament. Keine Solidaritätsarbeit, sie wird ausgesessen, sie wird unterdrückt, sie wird auf die lange Bank geschoben. Ja? Ich wollte mal fragen zur humanitären Hilfe durchs Auswärtige Amt. Welche Möglichkeiten es denn da gäbe, die unter Druck zu setzen? Normalerweise wird ja die Hilfe über deutsche Organisationen kanalisiert. Das heißt, wäre es denn nicht möglich, dass Medico zum Beispiel Kontakt aufnehmen würde mit Organisationen, was weiß ich, Malteser, Johanniter, Deutsche Welthungerhilfe, und über diesen Weg, also Druck auszuüben, ja, dass die praktisch das Geld bekommen und dann damit lokale Partner vor Ort unterstützen? Da kann ich gerne was zu sagen, weil wir das als Medico natürlich schon seit Jahren versuchen, auch für die Region Gelder des Auswärtigen Amtes oder des BMZ zu bekommen. In ganz vielen anderen Regionen arbeitet Medico so. Also haben wir Projekte, die durch das Auswärtige Amt oder das BMZ finanziert ist. Das ist nichts, was wir nicht machen. Das ist uns für Rojava bisher nicht gelungen. Wir waren sogar einmal mit Sherwan im Auswärtigen Amt und haben gesagt, das ist unser langjähriger Partner, eine unabhängige Hilfsorganisation vor Ort mit lokalen Akteuren, die nicht wie damals 2019, als der Angriff auf Serikanje passiert ist, wo die meisten internationalen Hilfsorganisationen nämlich das Land verlassen haben und der kurdische Halbmond, also die lokale Hilfsorganisation war, die geblieben ist und die lokale Bevölkerung unterstützt hat und die Arbeit weitergemacht hat. Genau, mit Sherwan waren wir damals im Auswärtigen Amt und es ist uns nicht gelungen, mit den Akteuren, die wir im Auswärtigen Amt angefragt haben, ein Gespräch zu führen. Ich glaube, wir haben dann so ein Mittagessen bekommen oder so. Dieses Auswärtige Amt hat sich bis heute eigentlich gesperrt, zu geben, um lokale Organisationen vor Ort zu unterstützen. Es gibt deutsche Hilfsorganisationen oder internationale Hilfsorganisationen, die vor Ort sind, die auch mit deutschen Geldern arbeiten, die aber nicht direkt mit lokalen Akteuren zusammenarbeiten, sondern die eigene Mitarbeiterinnen schicken. So umgehen die das Problem mit lokalen, vermeintlich, das ist dann die Argumentation des Auswärtigen Amtes bzw. der Bundesregierung, vermeintlich PKK-nahen Organisationen zusammenzuarbeiten. Das ist wirklich, es ist eine große Herausforderung, dagegen zu arbeiten. Und ich würde auch gerne Sherwan dazu nochmal was fragen. Sherwan, I would like to ask you about the role from KRC and the International Red Cross Movement. I know that you always try to become part of the movement. Why is this not possible? And what is your experience with international NGOs? In special, I would like to know about the situation with WHO and UN and the relation between Damascus and Syria. So to get more an idea how difficult your work also is on an international level, not only on not a Syrian level. Okay, first of all, about why we are not recognized by the Red Cross.
It seems it's according to the international humanitarian law that you cannot have two Red Crescent or Red Cross in the same country. And there is already in Syria, Syrian Arabic Red Crescent, which is working in the Syrian government area mainly. And that's why we couldn't so far to be part of this community. However, there was many meetings with them. In Geneva, we met the Middle East representative of the Red Cross, and they know well what Haifa or Kurdish Red Crescent is doing. And they were happy about that, but they say, unfortunately, inside Syria itself, we cannot be partner of Kurdish Red Crescent. In North Iraq, we are registered in North Iraq, in Kurdistan region of Iraq also as well. They say we can work together there because there is no Iraqi Red Crescent inside. And it's also independent. I think for next step, if there was an autonomous or recognition of the North Syria, Kurdish Red Crescent can be part of that as well. And something maybe I forget to tell at the beginning, I mean, the name is Kurdish Red Crescent, it's true, it's coming from the region, let's say. And when we started, honestly, it was only in the Kurdish regions, in Amuda, Kamishlo, Kobani, these Kurdish places. But suddenly, our whenever there was a new region liberated, especially Arabic region like Raqqa, Manbij, Deir ez-Zor, and so on, we were going to help, and then we were together with the local community, with the local councils, working, and there was a discussion to change the name, but it's accepted, and we have good relation with all the community. And beside that also, more than half of the people who are working with the Kurdish Red Crescent, I think now are Arabs, and other people as well, like Armenian, and also I'm Yazidian. So we try to make really this balance with all the local people. Regarding the other international NGOs, actually, I have good experience. I mean, since long time with inside Syria. But for me, I think the best is to support remotely. I think not because it's medical. I think medical way is very useful. So inside the region, there is no people that. Usually, if there is an international NGO, and I think you know well, when they are there, they are controlling and they are doing by themselves. And in this way, you cannot increase the capacity of the local partner. They will always stay in that level. But if you make trainings and you keep them do what they think is the best, I think it's better. And yeah, I can say more or less, Medico was one of the best who did this, honestly, especially with Kurdish Red Crescent. Regarding UN agencies, like we were getting the support before, I mean, from WHO mainly, UNICEF, UNHCR, yeah, those were the main who were supporting, but when they were bringing from the regional office of the United Nations, which is mainly in Jordan or Cairo, they were supporting through North Iraq, through Iraq. But with the new resolution in 2020, the support that way, it stopped. They couldn't send any humanitarian cargo, and they couldn't also send funds through other partners. We have only to work with the United Nations agency, which is registered or working from Damascus, and always they cannot do any step without taking the permission of the Syrian government. So whatever they do, they have to do through the Syrian government. And I know very well sometimes when they want to send any humanitarian cargo to North Syria, to Qamishli office, they use the airport. And many times they take long, long time to bring it, or they put a really high prices, because sometimes they tell us they put a really high price for them just to prolong it or make another pressure. I mean, when it's the politic come to the humanitarian way, it's really horrible experience that we can see. Ja, vielen Dank, Shervan. Ich glaube, das war auch nochmal wichtig zur Einordnung und der Frage der humanitären Hilfe unter internationalen NGOs.
Wenn ich jetzt auf meine Uhr gucke, würde ich eigentlich gerne zum Ende kommen und nochmal so 15 Minuten Umbaupause auch machen. Sie und ihr könnt dann gerne nochmal auf die Toilette gehen. Dann treffen wir uns um 8 Uhr hier wieder und hören Jimmy Kotschkiri. Ich möchte mich bei euch dreien ganz, ganz herzlich bedanken. Es war ein total tolles Gespräch mit euch. Schön auch, dass du da sein konntest, Shervan. Und ich hoffe, dass wir hier auch in den nächsten Jahren immer mal wieder sitzen werden und das düstere Szenario nicht eintrifft, sondern wir hoffentlich mehr Erfolge noch feiern können, die die Region betreffen. Vielen Dank euch.